Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. Nee, erstmal muss jetzt, kommt ja Marius jetzt rein und singt. Auf den warte ich jetzt ja. Dann kommt Marius. Ja, der wird reingeschnitten immer. Der wird dazu geschnitten. Ach, der kommt gar nicht? Nee, der kommt noch? Gar nicht. Ich dachte, der kommt immer. Du meinst, der kommt immer vorbei und ja. Spielt das einmal an, ne? Lebt er noch? Ja, ist gerade 80 geworden. 80? Ich meine, der ist 80 geworden. Das hat doch schon. Was ja geil ist, kennst du die Filme mit dem? Theo gegen den Rest der ja, Welt? Natürlich, ja, natürlich, klar, mit dem Finger. Kennst du den ersten Teil von dem Film? Da gibt es einen ersten Teil von dem Film. Theo gegen den Rest der Welt ist der zweite Teil. Da gibt es einen ersten von, den kannst du auf YouTube frei gucken. Und weißt du, was Marius Müller-Westernhagen davor gemacht hat? Da war er Synchronsprecher und Hörspiel-Krimi-Sprecher. Du kannst dir hier bei Bastian Pastewka, nur kein Mucks, da gibt es ganz viele Dinger, wo Marius Müller-Westernhagen so Jugendliche in diesen Hörspiels spielt. Okay, das ist ja genau mein Thema, by the way, weil ich bin ja großer Hörspielhörer. Großes Hörspiel. Was bist du eigentlich nicht? Autosammler, Quartettsammler, Hörspielhörer, Podcast, Schneidermacher, Verkaufsleiter, Centermanager. Centermanager? Von dem Einkaufscenter in Bielstedt. Ja, und jetzt wissen wir, wer ich bin. Mein Name ist Frank Otero Morales. Wir haben ja heute einen großartigen Gast. Und ich mag den habt ihr jetzt schon gehört. Ach so. Und wie das ja bei uns so gang und gäbe ist, stellt sich der Gast selber vor. Wir lehnen uns mal zurück. Erzähl einfach alles, was zu deiner Vita gehört. Und nein, dann nein, gucken wir mal, ob wir noch einen zweiten Teil machen von Theo gegen den Rest der Welt. Stopp. Nein, nicht alles. Nein, nicht alles, genau. Du erzählst, was du gerne erzählen möchtest. Ja, also gut. Mein Name ist Oliver Schmidt. Den meisten bin ich bekannt durch meine Verstrickung in diverse Abgasaktivitäten der Marke Volkswagen. Aber darum soll es heute hier eigentlich gar nicht gehen. Nee. Wir hatten ja uns im Vorraubfeld auch schon so unterhalten, über was reden wir denn halt. Ich hatte ja vorgeschlagen, wir reden mal über Future Non-Classics oder sowas, aber das stieß nicht so auf Gegenliebe. Ich habe es gar nicht verstanden. Doch, ich habe das schon verstanden. Also eigentlich hätten wir das vor dem Podcast Future Classics machen müssen. Dann hätten wir die Hälfte der Folgen mindestens nicht gemacht, zumindest mal aus deiner Sicht. Aber das ist ja, pass auf, Auto ist Geschmackssache, ne? Das ist völlig klar. So Auto ist immer, du hast erstmal deine persönliche Prägung, wo kommst du her? Was hast du früher als Kind erlebt? Ich habe das ja auch bei Carsten im Podcast erzählt, dass mein Vater hat früher immer Autos geschraubt. Mein Vaters bester Kumpel hat eine Shell-Tankstelle gehabt. Und an dieser Shell-Tankstelle haben die zusammen Autos geschraubt. Und bei uns gab es alles zu Hause, ein 37er Ford Eifel, irgendeinen weißen Vorkriegsaustin, stand da mal eine Zeit lang rum. Und dann MGB und Käfer mit irgendwelchen für damalige Verhältnisse stark getunten Motor, Fiat 500 getunt und was. Die hatten alles Mögliche, haben die immer gebastelt. So, und in diesem Umfeld bin ich aufgewachsen. Und dann hat mein Vater halt auch in der Industrie Karriere gemacht und hatte relativ viel Geld und musste auch im Jahr so ungefähr 70.000 Kilometer fahren. Oha. Und hat sich dann halt dementsprechend auch immer die Autos gekauft. Wir hatten dann eine Zeit lang, kann ich mich erinnern, besonders wo ich hier bei Jens den roten 7er BMW sehe. Wir hatten mal so einen 7er BMW, wir hatten einen 37, glaube ich, damals noch. Sechszylinder Vergaser. So ein Auto, da sind wir viel mitgefahren, oder 5er BMWs hat er viele gehabt, so 525, 525i und was es dann halt so gab. Dann sind ihm irgendwann die BMWs von den Werkstattkosten zu teuer geworden, da ist er dann auf Mercedes umgestiegen. Ach, die waren günstiger oder seltener kaputt? Die waren, kannst du es ruhig sagen. Die waren seiner Aussage nach, ich kann es jetzt nicht quantifizieren, seiner Aussage nach waren die in den Werkstattkosten ungefähr die Hälfte von einem BMW. Krass. Okay. Weil er halt so viel gefahren ist. Mhm. Früher hast du ja keine Garantie, ist ja nicht wie heute, wo dir ein Kia 7 Jahre Garantie oder sowas gibt. Das hast du ja früher nicht gehabt. Da hattest du, wenn du Glück hattest, 12 Monate auf dem Auto oder 20.000 Kilometer oder sowas. Mhm. Deswegen war er immer sofort aus den Garantien raus. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal so ein 323i. Mhm.
Und das Auto stand eigentlich nie bei uns zu Hause, sondern immer nur beim BMW-Händler. Der GTI für die Reichen. Naja, ja, das Ding war nur kaputt. Okay. Und ja, das war halt so. Naja, wenn du 70.000, das, wenn man so bedenkt, 70.000 Kilometer pro Jahr bedeutet ja nach damaligen 10.000 Kilometern eine Wartung. Ja, genau. Das war ja damals meistens ja. So. Und es war immer was kaputt. Und ne? Das heißt, du hast 7 Wartungen im Jahr gehabt. Das ist schon. BMW, was ist, wie in der Schule früher immer gesagt haben, in der Grundschule? Na, bring mich Werkstatt? Nee, wir haben immer gesagt, Busen müssen wachsen. Ja, genau, so kenne ich das. Busen müssen wackeln, kenne ich das nur. Ich kenne das Wachsen. Also in der Grundschule war es wachsen und später war es wackeln. Okay. Ja, genau. Du kennst es wieder nicht. Hast du jetzt meinen Part übernommen? Ich kenne es wieder nicht. Ja. Nee, ich kenne das tatsächlich nicht. Nee. Nee, Busen müssen wachsen. Ja. Ja, gut, deshalb bist du ja bei mir. Okay. Bist du eigentlich hier in Deutschland aufgewachsen oder in Spanien? Nein, ich bin hier aufgewachsen, hier geboren. Und aber mit spanischen Eltern, da ist hier sehr. Das nee, mit deutsche Brauchtum Vater. Ist an der Haustür stehen geblieben. Da muss ich drüber nachdenken. Ja, machen wir. Okay. Na gut, aber zurück zu den Autos. Und daher entwickelst du halt Vorlieben für Autos und so. Ne? Bei mir, mein persönlicher Autogeschmack ist halt völlig verkorkst für manche, weil ich mag halt Autos, die andere alle ganz, ganz toll finden, mag ich überhaupt nicht. Ne? So Alfa Romeo mag ich gar nicht, die Autos. Egal, was du mir vor die Tür stellst. Okay, die Hälfte der Hörer schalten jetzt ab. Ja, genau. Ne, das ist egal. Halt, das ist halt so, das ist, ich mag, aber das ist halt, wie gesagt, das ist persönlicher Geschmack. Ja. Dafür mag ich halt unheimlich gerne englische Autos. Weil ein anderer Freund meines Vaters war British Leyland, British Leyland Händler. Und meine Mutter hatte dann immer als Zweitwagen für sie irgendein British Leyland Auto. Das fiel nicht so oft, also cool. Nicht auf, dass der so oft auch nicht da war, weil er in der Werkstatt war. Minimetro? Weil sie ihn brauchte ihn nicht. Nee, wir hatten, ich muss mal überlegen, hier, wir hatten so ein Ado 16 Ding, so ein weißes. Ja. Da kann ich mich dran erinnern. Ja. Das gab's auch nochmal in grün. Dann hatten wir ein MGB. Wir hatten einen Austin Maxi. Wir hatten einen Austin Allegro. Mega. Das hat, wie gesagt, das prägt dich halt extrem und daher kommt das halt, dass du irgendwas magst oder nicht magst. Und heute ist es bei mir halt eher so, ich feiere Jens für seinen 3-Liter Lupo komplett, ne? Das kann ich voll verstehen, sowas. Und ich bin halt so, je größer das Auto wird, desto weniger mag ich es. Okay. Ne, das ist halt, wie gesagt, ist halt so, kommt halt so. So kleine Sportwagen finde ich lustig, aber so SUVs, ich weiß nicht, ob du es eben schon mitgeschnitten hattest, als wir uns drüber unterhalten haben. Nee, SUVs ist halt für mich irgendwie was Überflüssiges im Straßenverkehr, weil es hat den gleichen Fußabdruck wie eine große Limousine, aber dafür den CW-Wert einer Einbauküche und ist halt unnütz. Ja, und trotzdem ist das trotzdem der, kaufen sie, klar, ja, na klar, weil jeder hat ja, das ist ja was, ne, wie alles, jeder Scheißtrend kommt aus Amerika. Ja. Und dieses persönliche Sicherheitsbedürfnis ist ja eine Sache, die was mit diesen SUVs extrem getrieben wurde. Du hast es in Amerika gesehen nach 9-11, da sind die SUVs abgegangen. Vorher sind die noch Minivan und Kombi gefahren und dann nach 9-11 ist der SUV in den USA abgegangen. Da hat dann der SUV den Minivan als Transportmittel für die Familie so langsam abgelöst. Heute siehst du, du hast ja keine Minivans mehr. Ja, stimmt. Bis dahin hat man immer noch mehr oder weniger auf Geländewagenbasis aufgebaut, ne? Ja, also wenn es ein SUV war, war es wirklich ein Geländewagen. Ja, genau. Aber so diese Stand, was du heute halt hast, hier bei euch bei Mercedes, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Früher hießen die mal ML oder so. Das ist jetzt ja kein Geländewagen. Damit kannst du ja nicht ernsthaft ins Gelände fahren. Ne? Da ist ja sofort irgendwas dran kaputt, was dann 10.000 Euro in der Nachlackierung kostet. Ne? Die bunt lackierte Stoßstange ist ja sofort im Eimer, wenn du einmal irgendwo drüber gerutscht bist. Ja, das meine ich halt. Vom Antriebsstrang können die das sicherlich. Ja, ja. Man muss vielleicht die 22 Zoll Lorenzo-Felgen abbauen mit den Spinnern und irgendwas anderes draufbauen. Aber ansonsten kann der Antriebsstrang das sicher. Theoretisch, ja. Ich hatte mal einen Kollegen, als der VW Touareg rauskam, hat er sich ganz stolz einen Touareg gekauft. Der ist Jäger. Ja, da ist genau das passiert. Ja, ne? Der hat sich der im Gelände konnte der Antriebsstrang alles. Aber sobald Böschungswinkel ins Spiel kam. Ja, und mit den Reifen schon gar nicht. Da waren schon geländegängige Reifen drauf. Deshalb gibt es noch den Tiguan, gab es den doch auch mit dieser schrägen Front, damit du Böschungswinkel. Ja, die Offroad-Version, genau. Ja. Ja, klar. Ich mag auch kein, also ich fahre ja auch kein SUV. Käme mir auch nicht in den Sinn. Nee, du fährst ja 3-Liter Lupo. Ja, auch. Und auch, Volvo Limousine, aber ich würde mir nie einen Volvo Geländewagen kaufen. Also ich würde nie einen Geländewagen fahren. Ja, wobei neulich, aber ein XC90 würdest du dir kaufen? Nee. Gut. Also ich immer wieder, ich finde den aktuellen XC90, ich finde den gut gemacht, ich finde den hübsch. Ja.
Und dann sitzt du da drin und ich frage mich dann aber auch, warum. Ja. Und das ist auch innen drin so komisch, dieses so hoch und so. Ich, keine Ahnung, ich kann mit nichts anfangen. Ich brauche, für mich selber ist es nichts. Also ich höre das so in meinem Freundeskreis immer mehr, dass die Leute fast alle sagen, mein letztes Auto ist schon gebaut. Das ist so ein Spruch, den ich immer mehr höre, wenn du dich mit Leuten unterhältst, so weiß ich, die dann so um 50 oder ein bisschen älter schon sind, es sagt dir fast jeder, mein letztes Auto ist schon gebaut. Ja, weil also diese ganzen, ich bin neulich mit einem moderneren Mietwagen, ich werde jetzt mal die Marke nicht erwähnen, mit einem moderneren Mietwagen zu einer Veranstaltung nach Prag gefahren. Das hat mich so genervt, dieses Auto. Du fährst halt mit der Cruise Control an, es ist 120, du stellst es halt auf 135, dann ist das Ticket überschaubar. Wenn jetzt aber die Kamera sieht, dass da 120 ist, bremst der dich ab. Das kannst du einmal ausschalten, dann fährst du irgendwo, dann fährst du irgendwo einen Kaffee trinken, fährst wieder los, es ist wieder an. Oder ja, also das sind gesetzliche Vorschriften. Ja, genau, sind gesetzliche Vorschriften oder Euro NCAP. Ne? Es ist ja so, dass eine Euro NCAP Crashtest-Einstufung nichts mehr mit dem wirklichen Crashtest zu tun hat. Mhm. Es hat ja damit zu tun, wie viele Assistenzsysteme hast du im Auto, die Zusatzpunkte geben. Richtig, genau so ist es. Ne? Selbst wenn du ein Auto hättest, was wie ein Flummi von der Wand springt und alle sind gesund, wenn er die Assistenzsysteme nicht hätte, hätte er nicht 5 Sterne im Euro NCAP. Ja. Und das ist halt, wie gesagt, ich glaube auch mein letztes Auto ist auch schon gebaut, glaube ich so. Meinst du auch? Das ist ja auch oftmals tatsächlich so unser Spruch, die besten Autos sind bereits gebaut. Ja, ist ja so ein Tenor, den man bei euch öfter hört, dass ihr halt einfach immer sagt, ja, pass auf, jetzt hier mit dem CLS, wo ihr sagt, und was brauche ich mehr, ne? Wenn man damit über die Autobahn fährt. Gerade den CLS bin ich ja gerade gefahren, habe den in die Werkstatt selber gebracht, bin damit über die Autobahn gefahren, habe mir gedacht, Alter, 306 PS, der hat richtig Schub, also macht richtig Spaß. Ja, das hast du erzählt. Wahnsinnsqualität innen drin, was so, also da, es fehlt halt tatsächlich nichts. Ne? Hm. Vielleicht noch ein Navi, ein modernes, fertig aus. Ja, aber dafür hast du dein Handy dabei. Du brauchst nur dann irgendwie einen Bildschirm, mit dem du dein Handy dahin spiegelst. Ja. Oder du machst dir so einen hässlichen Gummipömpel in eine Scheibe und machst es da fest, eins von beiden. Ja. Aber da gibt es ja mittlerweile auch ziemlich viele Das haben wir auch immer drüber gesprochen. Ich war doch mit meinem Volvo S90 letztes Jahr beim TÜV bei Alex. Und da haben uns das auch alles angeguckt, was der schon, das ist jetzt 8 Jahre alt, was der schon für Assistenzsysteme und dann. Und haben uns auch gefragt, ja, und dann, also was, wo geht es jetzt weiter? Wo ist die Weiterentwicklung? Die ist nicht da. Ich finde die Systeme heute schon nochmal immer tatsächlich ausgereifter, aber die gesetzlichen Bestimmungen, das sind halt die tatsächlich dann irgendwann nerven, weil sie halt sehr stark in das eingreifen, was du eigentlich fahren würdest. So, du bist halt dann nicht mehr derjenige, der vorgibt, ich möchte das aber so oder ich bin auch bereit, 15 km/h mehr zu fahren und ein Ticket zu kriegen. Ja. Nein, dein Auto sagt, 120 ist hier und dann darfst du auch nur 120 fahren. Naja. Aber was ich noch interessant finde, weil du ja, ich meine, du hast ja einen Job bei Volkswagen gehabt, bei dem du ja auch Einfluss nehmen konntest auf das ein oder andere Thema, insbesondere eben als Ingenieur auch auf Ottomotoren, die du, ich sag mal, mitentwickelt hast, kann man das so sagen? Ja, ist richtig. Ja? Das macht nie jemand alleine. Auch wenn hinterher beim Wiener Motorensymposium Herr A oder B auf der Bühne steht und sich dafür feiern lässt, da sind immer mindestens 30 Leute in der Abteilung dabei und dann hast du ja noch lauter externe Ingenieure. Ne? Das ist ja, man sagt ja immer, es gibt ja so Regeln so für Automobilhersteller, auf einen Arbeitsplatz beim Automobilhersteller kommen 7 drumherum. Mhm. Und das ist in der Entwicklung genauso. Wenn du guckst in Wolfsburg, da hast du Ingenieurbüros, da hast du ein Volke mit Tausenden von Leuten, einen Bertrand, eine IAV. Mhm. Und das sind ja alles Ingenieure, wo halt Entwicklungsaufträge hingegeben werden. Mhm. Werden halt immer Pakete rausgegeben, die dann bei denen gemacht werden. Deswegen, es ist nie einer, der es gemacht hat. Richtig. Team ist schon richtig. Und in welchem Zeitraum war das bei dir? Also ich habe 1997 angefangen, damals bei VW Motorsport, weil halt da war halt viel Platz im Gebäude und bei VW war ein Einstellungsstopp, deswegen haben die unser ganzes Team bei VW Motorsport eingestellt. Wir haben auch tatsächlich in der Icarus-Allee in Hannover gesessen und dann so wirklich Motorenentwicklung habe ich bis 2005 gemacht. Okay. Bis 2005 war ich wirklich aktiv in der Motorenentwicklung tätig. Also über alle möglichen Tätigkeiten. Ich habe halt erst als Konstrukteur W8-Motor, W12-Motor, Kurbeltrieb und Riementrieb. Weil ich wollte gerade sagen, es war eigentlich eine Zeit, in der Volkswagen so ein paar, ich sag mal, Pfade verlassen hat, die es gab.
und plötzlich 8 Zylinder, 12 Zylinder angeboten. 16 Zylinder haben wir auch ein bisschen gemacht. Kein Luftgekühlt mehr. Kein Luftgekühlt mehr. Kein Luftgekühlt mehr. Okay, das war ein bisschen her. Ja, das hat mir, muss ich sagen, als 2003 der Käfer eingestellt wurde in Mexiko. Das war schon ein Tag, den ich als sehr traurig empfunden habe. Ja, da hättest du bis vor einem Jahr, würde ich fast sagen, hier noch ein Exemplar in Ultima Edition angucken können mit, und das fand ich immer so skurril, ich habe da tausendmal schon im Podcast drüber geredet, mit einem Klimakompressor, der nahezu genauso groß war wie der Motor selbst. Ja, genau, das ist ja dieses Riesending, was es da ist. Und der wurde ja auch nicht original angeboten, das war ja dann immer eine Nachrüstlösung. Mhm. War natürlich nie nachgerüstet, aber wurde da angeboten. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist auch so eine lustige Geschichte zu diesem Motor. Der ist ja irgendwann mal auch aus Umweltschutzgründen in Mexiko auf Einspritzanlage umgestellt worden. 1600er ist das dann. Ja, das ist ein 1600i, 46 PS. Und diese Einspritzanlage ist VW-Eigenentwicklung, die Digifund. Hat sicherlich jeder schon mal gehört. VW hat ja mal lange eine eigene Einspritzanlage. Mit Digifix. Ja. Otifund. Und auch nicht Otifund, genau. Der VW-Eigenentwicklung, die irgendwann dann wieder eingestellt wurde, aber die war halt auf diesem Käfer drauf. Mhm. Und der letzte noch existierende Applikateur aus dem Digifund war bei uns in der W-Motorenentwicklung. Ja. Hat natürlich keine W-Motoren gemacht, keine Digifund auf dem W-Motor gemacht, aber immer wenn die eine Modellpflege in Mexiko brauchten, hat er immer 3 Wochen Sonderurlaub gekriegt, ist nach Mexiko geflogen, hat da die Applikation für diesen Käfer gemacht und ist dann wieder zurückgekommen und durfte dann immer noch so 1,5 Wochen Urlaub entweder da in Veracruz oder Cancun machen. Quasi so eine Neuprogrammierung des Immer halt dann den Digifund auf den neuesten ab. Also du machst ja deine Entwicklung erstmal am Schreibtisch. Ne? Du fängst ja erstmal an, guckst, was mache ich da, wie viel Abgase stoße ich aus und dann überlegst du dir, wo könnte ich es reduzieren. Dann schickst du schon mal einen Datenstand rüber, dann geht der über einen Abgastest, kriegst ein Ergebnis und es muss natürlich hinterher auch noch fahrbar sein. Und das hat er halt gemacht. Er hat diese Datenstände gemacht, hat die dann halt darüber geschickt. Er hatte auch noch eins der letzten Flash-Geräte für diesen E-Prom vom Digifund, hat das halt geflasht und hat das dann rübergeschickt und durfte dann immer zur Abnahme darüber fahren. Stark. Ja, ist ja zwar quasi so ein bisschen dein Thema. Auch wenn wir darüber nicht reden wollen, ich kann nur noch mal an der Stelle empfehlen, für diejenigen, die mehr darüber wissen wollen, den Podcast von Carsten Ahn zu hören, die 2 Folgen. Da erzählst du sehr, sehr viel. Ich könnte mit dir 1000 Jahre wahrscheinlich darüber quatschen, über das, was du erlebt hast. Ich habe Angst, dass wir dann Jens als unseren Volkswagen-Liebhaber hier einschläfern. Ja, nee, aber so was du so erlebt hast, so in deinem... Bin ich als Volkswagen-Liebhaber? Ja, du bist als Volkswagen-Liebhaber bekannt. Du äußerst es oft genug. Wie gut du die Produkte... Neuen Produkte, finde ich scheiße. Ja. Bin heute Morgen wieder erst... Mein Hund hat genau daneben gepinkelt, an einem Baum, neben so einem ID7 bei VW Hamburg hier, Fruchtallee. Warst du bei Maniküre oder warum? Nee, ich bin da so vorbeigelatscht und habe nur gedacht, meine Güte, ey. Dann steht da stehen so 3 Gebrauchtwagen vorne, ne? Dann stand so ein Taigo, das ist, glaube ich, hier so eine Brasilienrutsche, ne? So ein Taigo. Ja, ist der T-Cross Kombi, ja. Und der Taigo, T-Cross Coupé, ja. Genau, und dieser Taigo kostet gebraucht, der da steht, 35.000 Euro. Mhm. Und ich habe auf das Preisschild geguckt, bin nur kopfschüttelnd weitergegangen gedacht. Aber was kriegt man denn bei dir für 35.000? Boah, ein HGP Golf zum Beispiel. 2 VW Käfer, ein MGB V8, ich muss mich umdrehen, ein R4, ohne Ende Autos. S-Klasse? Oder ist die teurer? Ja, die kostet 34,9. Ja, passt doch. Passt. 500 passt SE kaufen, mit 88.000 Kilometer von der Wachsmafia konserviert. Da muss ich ja sagen, dann fahre ich lieber einen neuen Taigo. Ich weiß, passt doch besser zu dir. Ja. Also, wer mehr über den verlängerten USA-Urlaub von Oliver hören möchte, der hört sich nochmal den Podcast von Carsten Arndt an. Da muss ich jetzt mal ganz kurz noch Werbung für wen anders machen. Ja. Es gibt fürs Reisebüro, oder? Nein, es gibt das nicht für Never Come Back Airlines oder BOP Airlines. Nein, es gibt eine YouTube-Sendung. Es gibt einen Pastor aus Celle, der hat eine YouTube-Sendung, die heißt Die Schramme. Oder... der hat eine alte Straßenbahn im Garten stehen und bei dem habe ich mal so 45 Minuten wirklich nur aus der Haft erzählt. Mhm. Also wen das interessiert, was man da so erlebt und was man da für Learnings ins Leben mitnimmt, mal die Schramme angucken. Ja, ich habe das alles mehrmals gehört und habe immer wieder so gedacht. Du warst das. Genau. Und habe immer wieder so gedacht, ich finde das interessant, wie du aus heutiger Sicht wirkst und damit
umgegangen bist, so im Rückblick. Also, ja gut, ja. Du hast ja keine andere Chance. Ne? Das genau. Ist ja, ich habe es schon 43.000 Mal erzählt, du hast keine andere Chance. Wenn du da in diesem Gefängnis bist, dann kannst du entweder kaputt gehen oder versuchen, gegen das Kaputtgehen anzugehen. Mhm. Ich habe viele gesehen, die da kaputt gegangen sind, die da zu irgendwelchen Psychologen gegangen sind und oh, mir geht so schlecht. Dann haben die Psychopharmaka gekriegt und dann hast du sie nicht mehr gesehen. Ne? Die waren dann halt den ganzen Tag ausgeschaltet. Und solche Sachen. Ja. Oder wenn du dich dann halt da auf irgendwelche, dann natürlich wurden auch Leute gesucht, die halt, sagen wir mal, die illegalen Sachen im Gefängnis machen. Ne? Mhm. Die dann halt da die Drogenkuriere waren und all sowas. Das sind halt die Sachen, auf die du dich nicht einlassen darfst. Du musst da halt irgendwie zeigen, dass du da bist, darfst dir nichts gefallen lassen. Mhm. Aber musst irgendwie führt halt auch mal irgendwann zu Klar. Nennen wir es mal schlagfertigen Konversationen, aber es ist halt so und musst dir halt die richtigen Freunde aussuchen und dann überlebst du das. Ne? Klar sind 4 Jahre in meinem Leben, die mir geklaut wurden, die mir fehlen, ne? Sind einfach 4 Jahre, die weg sind. Mhm. Wenn ich immer jetzt das passiert mir immer öfter, wenn ich irgendwo bin und dann erzählt mir wer, das war in 18 oder 19, da ist mir ja dies passiert oder in 20 habe ich das gemacht, wo ich dann immer sage, was habe ich denn da gemacht? Mhm. Und das ist dann halt so, wo dir dann auffällt, das sind einfach 4 Jahre, die dir fehlen. Ne? Ja, und ich fand eine Passage so schön, du hattest ja jemanden, der dir regelmäßig Autozeitungen ins Gefängnis geliefert hat, ne? Genau der. Also jetzt ganz kurz, um es zu erzählen, da ich ja wusste, in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich ja auch einige Folgen Future Classics gehört und da ist einer der Moderatoren, der sich immer über die Temperatur in diesen Räumlichkeiten beschwert, deswegen habe ich heute mal auch einen dicken Pulli angezogen. Und ich habe halt einen Pulli vom Steve Pastainas an. Mhm. Nochmal ein bisschen Werbung. Steve Pastainas hat einen Automobilia-Laden in Detroit und hat mir dann halt ins Gefängnis jede Woche 5 Autozeitungen geschickt. Und nicht irgendwelche Autozeitungen, sondern wirklich gute Autozeitungen. Meist englische, Octane, Motorsports, Classic and Sports Car, Top Gear und solche Sachen. Ab und zu auch ein paar amerikanische dazu. Hat mir einmal im Monat ungefähr ein Buch geschickt. Er hatte halt auch viele Autobücher und da bin ich ihm halt sehr dankbar für. Ich freue mich schon, ich sehe ihn jetzt im September, er kommt hier nach Deutschland geflogen. Ich darf da ja nicht mehr hin. Darf man dann da gar nicht mehr hin? Nein, das hängt davon ab, was du machst. Bei mir ist es so, ich habe meine Rechte basierend auf der amerikanischen Verfassung, also auf der Constitution, habe ich aufgegeben. Damit ich diese Gefangenenüberstellung nach Deutschland schneller kriege, habe ich mich halt vor einen Richter gestellt, habe gesagt, pass auf, eure Verfassung, schön und gut, interessiert mich nicht, will ich nicht. Und damit habe ich halt alle diese Rechte abgegeben und damit besteht für mich ein Einreiseverbot dahin. Okay. Ich würde aber auch so nicht mehr dahin fliegen. Wenn du als ehemaliger Strafgefangener in irgendeiner Verkehrskontrolle angehalten wirst, liegst du gefesselt auf dem Fußboden, egal was ist. Ne? Ja. Der sieht, oh, former Felon, der holt dich aus dem Auto, legt dich auf den Fußboden und durchsucht erstmal dein ganzes Auto. Ne, weil du darfst ja in den USA als ehemaliger Strafgefangener keine Waffen haben, in gewissen Staaten kein Alkohol, die dürfen nicht wählen und all sowas. Und die werden halt nicht sonderlich gut behandelt. Deswegen, ich möchte da auch nicht mehr hin. Ja, so, also wie gesagt, Steve kommt hierher und wir werden den Berlin-Marathon zusammenlaufen. Ah, cool. Ja, klasse. Ja, klasse. Ja, du bist ja wahnsinnig gut zu Fuß, sag ich mal vorsichtig. So Ja, genau. Ja. Da können wir nur hinterher gucken. Yes. Nee, ich kann nur sagen, kauf dir einen 3-Liter-Lupo, weil da kannst du für 40 Euro auch ganz schön weit mitfahren. Also, du musst jetzt nicht anfangen zu laufen. Ja, aber deswegen. Der darf trotzdem den Marathon nicht mitfahren. Nee. Ich habe mal einen 3-Liter-Lupo gehabt. Ja. Ich bin mal selber 3-Liter-Lupo gefahren, als das Auto rausgekommen Welche ist. Welche Farbe? Blau. Dieses hellblau Metallic? Nee, kein Metallic. Kein Metallic, das ist das normale Hellblau, war der. Und als ihr euren Podcast über den 3-Liter-Lupo aufgezeichnet hatte, hatte der Herr Arndt etwas an Informationsmaterial dabei. Ja. Das war das von mir eingescannte. War der so gut vorbereitet. Genau. Das bringt ihn auch gar nichts, hast du gemerkt. Auch wenn ich das jetzt hier ruiniere für Carsten. Meist, wenn eine VW-Folge kommt bei euch, habe ich vorher Carsten am Telefon. Das ist ja sein Problem, weil er nichts weiß. Okay, das. Ich muss ihn nicht anrufen, ich kann auch so darüber sprechen. Was wäre denn an der Stelle mit dem Volkswagen-Wissen, was du hast,
Aus der Zeit, von der du eben gesprochen hast, auch was die Motoren angeht, was wäre da ein Auto, bei dem du sagen würdest, das ist eigentlich nochmal ein Future Classic, einfach auch aufgrund des besonderen Motors, der anders ist als alles andere. Und hier willst du den HGP Golf. Ja, genau, HGP Golf. Nein, also du musst, also bei VW, ich würde VW dann immer so in Steps zerlegen. Ne? Mhm. Du hast halt so, ich nenne es mal, ich habe angefangen bei VW in der Piëch-Ära. Mhm. Und in der Ära zum Glück Piëch ohne Lopez. Mhm. Wohl Piëch mit Lopez war wohl noch nicht schön. Mhm. Lopez war dann derjenige, der immer geguckt hat, was das kostet, was der Piëch in seinem Kopf positives sich gedacht hat. Spanier. Si, Senor. Ja. Er hat schon früher keine Wartung bei seinen Autos gemacht. Meinst du, jetzt ist er zum Sparen dann? Genau, okay. Nee, also deswegen würde ich das immer so zerlegen bei VW. Du hast halt so diese Phase Piëch. Dann kommt die Phase Pischitzrieder, Bernhard. Mhm. Dann kommt wieder die nächste Phase Winterkorn. Mhm. Und was dann kommt, weiß ich nicht. Mhm. Und in diese Phasen, da kannst du halt dann Autos reinsortieren. Mhm. Und da gibt es dann halt so Autos, die ich zwar mal toll fand zu fahren. Also zum Beispiel, ich finde VW Eos. Ne? Das war so. Haben wir auch auf der Liste. Wenn du es gefahren bist, war das im Sommer lustig. Ne? Ich hatte ja einen Dienstwagen. Mhm. Da hast du dir halt im März so ein Auto bestellt und im Oktober hast du es wieder abgegeben. Das war ein lustiger Sommer. Mhm. Und du hattest auch keine Probleme mit irgendeiner Langzeitzuverlässigkeit. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Dächer sich heute verhalten. Ich kenne genug Leute, die dann Probleme hatten, auch mit neuen Autos. Die sind dann irgendwo gefahren und mitten im Öffnen oder Schließen des Daches hat er angehalten beim Öffnen und Schließen und dann hatten sie halt so eine Skulptur über sich und mussten mit der Skulptur in die nächste VW-Werkstatt fahren. Zur Eisdiele dann schon nicht mehr. Ja, genau, zur Eisdiele dann nicht mehr weiter. Also eine Bekannte von mir ist das in Dresden mal passiert, die stand da, hatte sich so ein Auto geliehen, stand dann an einer Kreuzung und dann hatte sie so eine Skulptur über sich. Und also das ist halt so, das Auto gut daran zu erkennen, wenn das Auto dann verkauft wird beim Mobile, dann landet er nicht in der Kategorie Cabrio, sondern in der Kategorie Coupé. Okay. Ja. Oder Kunst. Und dann kann ja keiner was sagen. Oder Kunst. Kann ja keiner was sagen dann. Wenn du sagst, das Verdacht geht nicht, aber wieso? Ist doch kein Cabrio als Cabrio, sondern als Coupé. Ja, aber ich glaube, er wollte von dir als Experten wissen, welchen VW er sich kaufen muss, damit der Motor in Ordnung ist. Ach so, ich dachte, hat er denn noch Platz da in der Halle seines Vaters? Kann er da noch mehr hinterstellen? Wann muss ich den Schnitt beenden? Ja. Keine Ahnung. Ja, nein, also es ist motormäßig. Also ich habe momentan, ich habe ja mit Carsten zusammen diese Folge mit dem Dr. Andreas Menke gemacht, wo wir über den Phaeton geredet haben. Ja. Über den Dr. Andreas Menke habe ich seinen Schrauber kennengelernt, der die Autos für ihn repariert. Mhm. Der sitzt hier in Hannover und seine Spezialität sind halt 8- und 12-Zylinder Volkswagen. Mhm. Als Folge von eurem Podcast zum 3-Liter-Lupo hat er sich auch selber einen gekauft und wieder instand gesetzt. Mhm. Er hat sich aber so einen ganz runtergerockten gekauft und hat dann halt auf YouTube so eine Serie drüber gemacht, wie er das Ding repariert. Mhm. Ernsthaft? Aber als Folge unseres Podcasts? Als Folge eures Podcasts hat er sich den 3-Liter-Lupo. Er hat vorher einen Passat R36 als Daily gefahren und seine Werkstatt war 50 Kilometer von seinem Haus weg. Und er sagt, so 100 Kilometer jeden Tag auf so ein Passat R36 schrauben, geht dann doch sehr in Geldbeutel A und auch tut dem Auto nicht gut. Ne? Das ist für den Werterhalt des Autos, wenn du bei jedem Scheißwetter da fahren musst und auch wenn das Salz auf der Autobahn liegt, tut dem Auto halt nicht gut. Also will ich irgendwas anderes haben, was weniger braucht, dann kam euer Podcast. Und dann hat er sich das Ding halt gekauft. Also man kann sich das bei YouTube angucken, das nennt sich Fix It Ari. Mhm. Ne, so nennt er sich bei YouTube und repariert da halt, wie gesagt, diese ganzen Autos. Auch so Fix It Ari? Fix It Ari, genau. Okay. Ari so wie bei Blaupunkt Ari. Genau wie bei Blaupunkt. Okay. Das ist sein Vorname Ari. Ah, okay. Und Fix It Ari ist halt sein YouTube-Kanal. Kann man sich angucken. Jetzt das letzte hat er jetzt einen Phaeton W12 GP3 in der Mangel gehabt. Letztes Baujahr, wahrscheinlich eins der letzten W12, die je gebaut wurden. Und so baut er halt, fängt gerade an, seinen YouTube-Kanal da aufzubauen. Mhm. So, den habe ich darüber kennengelernt. Und dann haben wir uns auch so unterhalten und so Tuning und was kann man so machen und so. Und wir sind dann eigentlich kollektiv, auch mit anderen noch zu dem Schluss gekommen, der beste Motor, wenn man so einen Otto-Motor fahren wollte, ist ER 113. Also bis Golf 5 GTI.
Danach haben nur die ganz leistungsstarken Airgolfs noch den 113. Der Nachfolger hat schon diesen 888-Motor gekriegt. Also sind interne Motorcodes, was bei euch OM651 ist, wird bei VW halt mit diesen Codes abgekürzt. Und da ist halt dieser EA 113, ist halt so der Motor, wo wir gesagt haben, ja, das ist eigentlich so der Motor, der total zuverlässig ist, ewig hält. Was ist das, ein 2-Liter Vierzylinder? Oder das ist ein 2-Liter Vierzylinder Turbo. Ja, okay. Ist im Golf 5 Turbo, ist im 235 PS, Golf 35 Jahre, glaube ich, drinne, ist im Polo WRC, da ist er eigentlich am interessantesten drinne. Ja. Mhm. Und das haben wir so gesagt, das ist eigentlich so der Motor, ist im Audi S3 in den ersten Varianten und ist halt in vielen Autos ist er halt drinne. Also alle 2-Liter Turbos am Anfang sind dieser Motor. Und da sind wir halt so drauf gekommen, das ist eigentlich so der robusteste und zuverlässigste Motor, den es da gibt. Klar, also hat so auch ein typischer, klassischer 2-Liter Vierzylinder. Nix V, nix W, nix sonst was. Nee, genau. Da haben wir so gesagt, dass der. Und die anderen, bei den anderen ist es halt so, aber das habt ihr ja auch immer hier als Thema, die brauchen halt einfach Pflege. Das sind Autos, die sind 20 Jahre alt, da werden alle Gummis spröde, da gehen Dichtungen kaputt. Das musst du halt alles machen. Ne? Das ist halt so, das musst du einfach reparieren. Ich erlebe es gerade am eigenen Leib. Also ich habe aktuell gerade lustigerweise gar kein eigenes Auto. Mhm. Ich fahre den Wagen meiner Patentochter. Mhm. Meine Patentochter hat einen Golf 9N von ihrer Oma geerbt mit 17.000 Kilometer. Das Auto habe ich vor 3 Jahren mit 17.000 Kilometer. Wenn du Golf 9N sagst, dann müssen wir schon nachdenken. Also ich kenne noch einen Polo 6N, aber es ist ein Golf 9N. Polo 9N. Mein Fehler. Okay, alles klar. Okay, Polo 9N ist mein Fehler. Polo 9N, ja. Ja, welches Baujahr ist sowas? 2002. 2002 bis 2009. Also mit runden Augen. Bis 2005 hat er runde Augen und danach hat er. Genau, dann hat er wieder eine andere Front gekriegt. Genau. Ich weiß gar nicht, wer hat denn da von wem kopiert? Das habe ich mich auch gerade gefragt, weil das ist ja dann doch sehr an der damaligen Mercedes E-Klasse. Ne? Genau, das ist, ist halt die Frage. Ich schätze mal, da wollte einer runterskalieren. Aber, ich glaube eher, dass sie das Lupo-Gesicht genommen haben. Und die Breite aber Lupo war auch später als 210er. Ja, dann war der Polo noch später. Ja. Okay, also jedenfalls so fahr ich so ein Auto, hat halt bei der Oma in der Tiefgarage gestanden, bis 2021, im Frühjahr habe ich ihn da rausgeholt und da geht halt auch so nach und nach alles dran kaputt, ne? Das Auto habe ich inzwischen einmal so durchgeschraubt. Der hat zum Glück, hat er viele, viele Sachen nicht, der hat eine Zentralverriegelung, aber hat keine elektrischen Fensterheber. Trotzdem gehen Fensterheber kaputt und Seile reißen dir. Wahnsinn. Und all solche Sachen. Oder Wahnsinn. Kraftstofffilter dicht, Bremsschläuche, so das Übliche. Ne? Und das gilt halt für jedes alte Auto. Ne? An dem Motor waren halt Stabzündspulen. Jetzt so bei 100.000 sollte man mal über eine Steuerkette nachdenken. Und das hast du bei jedem alten Auto. Ja, aber das ist ja genau, ich hatte ja den CLS in Erwartung und hatte gerade wieder die Diskussion, wir haben vorhin auch drüber gesprochen, mit dem Besitzer, der dann sagt, ja, aber da muss nichts gemacht werden. Er sagt, doch. Ja. Da ist vieles nicht gemacht worden in den letzten Jahren. Und da gab es dann auch Diskussionen um die Kosten. Und schlussendlich ist es aber ein 20 Jahre altes Auto, was Kilometer gefahren worden ist. Und was jetzt? Und nur weil es wenig Kilometer fährt, heißt es noch lange nicht, dass die Sachen nicht kaputt gehen. Nein, und du bist ja auch ein Händler. Du kannst ja nicht ein Auto hier rausgeben, wo dann einer in 4-5 Wochen wiederkommt, weil irgendein Benzinschlauch leicht feucht wird und doof, schwitzt. Aber klar, genau, aber das kannst du doch nicht machen. Deswegen musst doch die Autos durchgucken lassen. Ja, das auch, aber vielen Leuten, auch da dem Kunden fehlt dann das Verständnis auch, dass man sagt, nee, über die und die und die Dinge werden getauscht, das kostet halt Summe X, weil das Auto halt so alt ist. Dann heißt es immer, ja, der ist ja nicht gefahren worden. Diese Gummis und Filter und so. Es geht doch trotzdem alles kaputt. Ja, genau. Natürlich. Es geht doch alles kaputt. Und was ja noch viel schlimmer ist, ich hatte mal einen Seat Toledo, so ein 1L, und habe mich immer darüber gewundert, warum der so scheiße bremst. Das Auto war zu der Zeit so 12, 13 Jahre alt. Die Bremsflüssigkeit auch? Nee, die Bremsflüssigkeit war neu, aber das Auto hat nicht gebremst. Es war so ein 16V und das Auto hat einfach nicht gebremst. Und dann sagte irgendwer zu mir, es gab mal Bremsschläuche, die ganz schnell altern, und die quellen nicht nach außen, die quellen nach innen. Ja. Wir haben dann die Bremsschläuche getauscht und haben die einfach mal durchgeschnitten. Also mehr nicht, und die waren innen dicht, oder? Die waren innen quasi fast dicht. So, und das sind halt so Sachen, das musst du halt einfach wissen. Ne? Du musst halt einfach wissen, was für ein Baujahr habe ich da, ist das von sowas betroffen? Und das war irgendwie so, die Vorderachse von dem ist Basis Jetta 2 und
die hat halt diese Probleme da gehabt mit den Schläuchen. Vor allem, wenn du den Tipp nicht kriegst, ja, dann hast du ja schon einmal neue Bremsbeläge und unter Umständen auch Scheiben durch, weil du sagst, ja, klar, die waren wahrscheinlich sind es meine Belege. So. Nee, das siehst du ja aber, ne? Ob Belege noch da sind, siehst du ja. Aber das war halt einfach, naja, du hattest ein ganz hartes Pedal und es hat kaum gebremst. Ja, ja, ätzend. Und ja, okay, das sind halt so Sachen, die musst du halt einfach wissen. Und das ist halt das, wie gesagt, Jens ist Händler, der kann sowas nicht verkaufen. Ja, und in der Regel ist es halt so, dass Jens das so macht, wie wir, wenn wir ein Auto kaufen, dann gehst du ja dabei und sagst, okay, ich habe zwar Wartungsberichte oder ich habe zwar eine Wartungshistorie, aber ich mache jetzt mal eine Bestandsaufnahme. Ja. So. Und ich gucke mir das jetzt mal an. Und du hast es ja auch manchmal, leider, keine Ahnung, da steht zwar drin, dass vor 2 Jahren die Zündkerzen gemacht worden sind, wunderst dich dann aber darüber, dass du schon auf den ersten Blick siehst, dass das unterschiedliche Marken hinten und vorne sind. Ja, weil hinten kommt man schlecht daran, dann haben sie die vielleicht drin gelassen, aber die vorderen haben sie gemacht, das ist ja alles nicht so selten. Ja. Und du machst ja eine Bestandsaufnahme, ja, weil du für dich selbst einmal mit den typischen Dingen Ruhe haben möchtest. Ja, klar. So. Und klar, von daher ist das schon sinnvoll. Aber oder ja, diese Stabzündspulenpest, ne? Ja, ja. Das ist ja, als die Dinger eingeführt wurden, das war ja eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie es bei Mercedes war. Das war im VW-Audi-Konzern war das eine Katastrophe. Das war der Schadensfall Nummer 1. Die hatten Ausfallraten von 25%. Ja. Jetzt kannst du dir ausrechnen, was passiert, wenn du einen Vierzylinder hast, wie viele kaputt gehen. Und dann gab es am Anfang schlechte Werkstattanweisungen, dann wurden alle getauscht. Also ich baue 4 aus mit einer Schadensrate von 25% und baue 4 wieder ein mit einer Schadensrate von 25%. Wir können uns ausmalen, was passiert. Kommt das nächste Mal Und dann gab es irgendwann halt die Anweisung, nur die Defekte tauschen. Und dann ist halt das Ding weiterentwickelt worden, dann kamen mehr Hersteller und seitdem funktionieren die ja problemlos. Ja. Aber wenn du sowas im Auto hast, das weißt du ja auch, ne? Du kaufst, also ich kenn's so, wenn ich irgendeinen alten VW in den Fingern habe mit Stabzündspulen, das Erste, was ich mache, ich gucke auf die Stabzündspule, welcher Hersteller, welcher Index. Und wenn ich weiß, pass auf, das ist so ein Ding, was ausfällt, dann fliegen die einfach raus und ich kaufe den letzten Stand von Eldor oder so, den es gab, der da reinpasst und bau die da ein. Ja. Das machst du einfach nicht. Und das sind halt einfach so Sachen, weil du willst ja damit fahren. Gut, wenn du es privat schraubst, ist dir natürlich Arbeitszeit egal. Ja, ist so. Das ist so. So, einmal geschüttelt. Ja. Jens hat nämlich heute eine Heizung dabei. Ja. Und zwar eine Beinheizung. Stimmt's, Jens? Ja. Der Moritz, mein Hund, ist hier. Jetzt guckt er mich an. Genau. Der von uns damals angesprochene bei der Bora-Folge V5-Motor, ist das was, wo du sagen würdest, kann man machen oder? V5, V6 haben ein Problem, das ist Kettenqualität im Feld. Okay. Ist ja immer, du entwickelst einen Motor, du fährst da deine vorgeschriebenen Dauerläufe. Mhm. Ihr habt bei Mercedes da bestimmt genau so ein Lastenheft an Dauerläufen, die gefahren werden müssen. Ist eine Einfachkette drin oder Duplex? Wie VW das hat, weiß ich gar nicht. Ist aber auch egal, wenn die Qualität scheiße ist, ob sie einfach oder Duplex ist. Und da ist es halt einfach so, dem Kettenhersteller ist über die Fertigung die Toleranz weggelaufen. Aha, okay. Ne? Maschinen nicht zu lange benutzt, die Ketten nicht in Ordnung und dann ausgeliefert. Das beste Beispiel davon ist, es gab mal von VW so ein EA 111 1,2 Liter TSI 2V. Das Auto hat einen komplett ruinierten Ruf im Feld, weil allen die Ketten gerissen sind. Mhm. Im Dauerlauf, in der Entwicklung ist da nicht kein eine Kette Problem. Kaputt gegangen. Mhm. Aber dann halt im Feld und Toleranzen und ne, nicht das so genau. In kein Freiläufer. Und dann Fertigung wahrscheinlich noch von hier nach irgendwo verlagert, wo es günstiger ist oder von A nach B Standort, auch nicht so genau hingeguckt. Und dann hast du halt das im Feld, so ein Mist. Und das geht halt über Zeit kaputt. Ich weiß nicht, ob es beim VR5 schon war, aber beim VR6 3.2er haben wir später ins Steuergerät eine Funktion aufgenommen, um Kettenlängung zu messen. Über die Position der Nockenwellensteller haben wir erstmal abgelegt, sobald es noch in der Toleranz war. Und danach dann, wenn es da drüber geht, machst du die Motorkontrollleuchte an. Genau. Ich weiß nicht, ob Mercedes das genauso macht. Na klar, also da ist ja dieses Problem, das will ich auch gerne nochmal beschreiben, weil es wirklich unglaublich viele Autos heutzutage noch im Markt gibt, die diese Problematik haben können. Ja. Nämlich diese ganzen M272 und auch die 8-Zylinder aus der Zeit, V6, V8, aus den Baujahren 2005 bis 7, knapp 8, glaube ich, die das Problem haben mit, und jetzt kommt's, die haben das Problem, also bei uns ist es natürlich genauso, unsere Autos zeigen das an, wenn deine Kette zu lang zu sein scheint. Hm. Hier war es so,
die zeigen das an, das im Steuergerät ist auch hinterlegt, Kette ist gelenkt. Es war aber nicht die Kette, sondern das Zahnrad hatte sich abgenutzt, ist aber der gleiche Effekt. Ja. Das Problem ist... Besonders wie Schiene läuft ein, da hast du ja auch den gleichen Effekt. Ne? Richtig. Wenn du irgendwo so eine gebogene Gleitschiene hast und das raspelt, der Plastik ist ausgehärtet und es raspelt dir das Plastik weg, wird die Kette auch zu lang. Und was passiert? Die Leute knallen dann eine neue Kette rein, das kostet X, das geht ja alles, kann man alles machen, kannst auch eine nehmen, die du tatsächlich verbinden kannst und wieder schließen kannst, also du musst ja nicht irgendwie alles auseinandernehmen, aber das Problem ist halt dann entweder bald wieder da oder es ist sofort wieder da, weil das Zahnrad und das Zahnrad, das kannst du ja nicht einzeln wechseln, weil das ist vorne auf der Ausgleichwelle drauf und die Ausgleichwelle kriegst du an der Stelle nicht rausgezogen, sondern Motor raus und das ist bei diesen Autos ein Riesenproblem, das heißt niemals so ein Auto kaufen mit Motorkontrollleuchte an und von wegen, ich muss nur die Kette erneuern, das ist nicht nur die Kette, das ist definitiv das Zahnrad. Deshalb, gesagt, ist halt immer, ist es wirklich das Problem, dass dir, ich habe es oft genug erlebt mit verschiedensten Bauteilen, dass dir einfach die Qualität in Serie wegläuft. Ne? Heißt aber doch eigentlich, wenn du jetzt so ein Auto kaufen würdest, ein V5 beispielsweise, und der läuft gut, dann ist wahrscheinlich die Kette auch dauerhaft okay. Ja, anzunehmen, So, das ist ja wahrscheinlich etwas, was dann auftritt, wenn so ein Auto 4, 5 Jahre alt ist oder sogar früher. Ja, das ist einfach eine Kilometerfrage. Ne? Genau, so wie ich es kenne, hast du so Ketten 60.000 bis 80.000 Melde, die sich wenden. Dann kommen die. Da hast du jetzt deinen Kauftipp. Tschüss. Das ist immer interessant. Was kaufst du denn? New Beetle? Oder? Ja, ich bin ja diese Folge heute Future Non-Classics. Da wäre einer, ne? Ja. Aus deiner Sicht wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, das ist ja immer so, diese ganze Retro-Geschichte, ich finde, die gelingt nur sehr, sehr selten. Es gibt, glaube ich, mehr Beispiele in der Automobilhistorie, wo Retro nicht geklappt hat, als dass es geklappt hat. Es gibt so Fiat 500. Wollte ich gerade sagen. Würde ich unterschreiben, Haben wir die Beetle-Folge schon gesendet? Nein. Nein. Ach so, ja, ich habe nämlich, ich sage das einfach jetzt schon mal, ist egal. Ja, darfst du nicht, ne? Hast deinen Vertrag aber gut gelesen. Ach, darf ich gar nicht. Ah, nee, dann hört euch die Folge an. Also. Ja, genau, dann hört euch die Folge an und dann hört euch jeden Skandal. Ich würde sagen, wir haben eine ähnliche Auffassung von der Sache. Okay, meinst wir beide? Ja. Okay, dann stelle ich meine Auffassung jetzt mal dar. Ne? Also ja, mit den Retro, also Fiat 500. In keinem Vertrag. Fiat 500, Fiat 500, finde ich, hat ganz gut funktioniert. Ja, solange wie das Ding gelaufen ist. Ja, absolut. Neuer Mini hat nichts mit altem Mini zu tun. Stimmt, ist trotzdem gut gelaufen. Ist eher ein Maxi. Ja, genau, ist eher ein Maxi. Dann hast du da muss ich kurz einhaken. Neuwagenpreise, ne? Neuer Mini. Ja. Gerade die neue Automotoren Sport durchgeblättert, die letzte. Nur verschiedene Neuwagen drin, Tests. Mini Countryman, Elektroschlure, ja. Ja. 56.000 Euro. Dann liest du das, denkst dir, what? Ja, Mini. Und dann drei Seiten weiter irgendwie Mercedes C-Klasse, Kombi, Schnick, Schnack, Schnuck. Ich weiß gar nicht mehr, C300, kann das sein? Nee, kann sein. Weiß nicht. 63.000 Euro. Und plötzlich denkst du, oh, das ist aber günstig. Ja, aber die Frage ist, in den Preisregionen, wer kauft denn da ein Auto? Es geht doch nur um die monatliche Leasingrate. Nee, oder wenn es gar nicht um die Leasingrate geht, geht es ja nur da um die Dienstwagenversteuerung. Nee, das ist ja ein großes Problem, dass die Neuwagen inzwischen so teuer sind, also querbeet, wenn man das... Ja, keine Person. Dass die normale Person das gar nicht mehr kaufen kann. Ja. Mercedes V-Klasse, irgendwie Luxury, bla bla bla, 96.000 Euro. Jo. Du liest das nicht. Ja, was, 100.000 Euro für so eine Mercedes V-Klasse am Hax oder was? Das ist ja krank. Ist zwar in dem Segment tatsächlich auch ein wirklich geiles Auto, auch gerade jetzt mit der Modellpflege. Von mir ist es ein geiles Auto. Die Menge an Geld, genau. Wo ist denn der Gegenwert? Ja. Aber was ich ja schlimm finde, ist der Wertverlust dieser Elektroautos. Ja, gut. Das finde ich ja. Das bricht jetzt so viel in das Knick, weil die Leasingraten viel zu niedrig waren und die Restwerte gar nicht erreicht werden. Bevor du das erzählst. Opel Mokka 140 Euro. Ist er richtig? Erzähl ruhig zu Ende. Ich habe da auch einen Gedanken zu. Du hast ja, die sind mit Wahnsinns-Leasing-Raten in den Markt gedrückt worden, die Kisten. So, und jetzt das Leasing ist zu Ende. Und jetzt stehst du da. Jetzt sind erstmal die Banken haben das Problem, dass sie die Karren zurückkriegen. Die kriegen das Geld ja gar nicht für die Autos.
Genau. Und wahrscheinlich gehe ich mal von aus. Sie sind ja Restwertgaranten. Und, genau, es und wird in einem großen Maße nämlich wieder versucht, auf den Verbraucher abzuwälzen. Naja, ich fahr mal, du bist doch, also ich bin diese Woche nach Hannover gefahren. Und wenn du von Hamburg nach Hannover fährst, fährst du ja bei der A7 wo vorbei? Ja, ja. In Dorfmark bei ALD. Ja, ja. In Dorfmark bei ALD, und ich kenne den Platz ziemlich gut, kann man sich auch bei Google Earth ja mal eben angucken, da stehen die Autos bis an die Autobahn ran, ja, ja, auf der Grünfläche, und jetzt kommt's. Nicht irgendwelche Autos, bei denen man so das Gefühl hat, ja, das sind ja so Autos, so, die sich einfach verkaufen, weil in einem bestimmten Preissegment. Alles riesige SUV-Dinger von allen Marken. Es ist alles dabei. Mhm. Da steht alles rum. Und alles, was dort steht, ist ja zu kaufen. Aber dass die so viele haben, bedeutet ja, die fließen nicht ab. Nee. Weil die haben ja ein riesen Restwertthema. Weil die haben ja einen Restwert kalkuliert. Ist ja, ja, eine der, ich sag mal, eine der wichtigen Punkte, wenn man eine Leasingrate kalkuliert. Und bei diesen Restwerten waren die schon immer, also bei Elektrofahrzeugen, vorsichtig. Aber jetzt kommt das alles gar nicht mehr hin, weil auch der Zweitmarkt nicht mehr so funktioniert. Hm. Eine Zeit lang ist der Zweitmarkt gebrauchte Elektrofahrzeuge auch in alle möglichen Länder, hat immer irgendwie geklappt. Weil, also, ja, so nach Norwegen wurde ja gern verkauft. Nach Norwegen, ne? In die Niederlande, nach China. Frankreich. Jetzt kommt's, nee, China nicht. Gebrauchte ja schon gar nicht, aber zum Beispiel auch Israel und so. Auch da gibt es eine starke Elektroautoförderung. Da gibt es viele Länder, wohin die Autos gehen. Im Moment aber nicht. Und nochmal, der Platz steht brechend voll. Die Autos stehen auf der Wiese. Naja, das ist aber nicht der einzige Platz. Nee, das ist nicht der einzige Platz. Das Problem ist nämlich ganz groß. Das ist weltweit übrigens das Problem. Ja, und dazu kommt noch ein Problem. Auch da wird relativ wenig drüber gesprochen. Mittlerweile aber immer mehr. Wir reden ja immer alle davon, dass die Chinesen uns mit Elektrofahrzeugen fluten. Ja, die Zulassungsstatistik zeigt das nicht. Nee. Aber die Autos kommen hierher. Die stehen schon irgendwo. Weil die Schiffe, die werden voll gemacht mit den Dingern. Und alle Händler, die in irgendeiner Form einen Vertrag unterschrieben haben mit irgendeinem, in Anführungsstrichen, chinesischen Elektroautohändler, beziehungsweise Hersteller, die bekommen diese Autos auf den Hof gekippt und müssen die verkaufen. Und im Moment gibt es keinen Markt, der zieht. Nee, das ist ja das ist da im Spiegel Online ganz interessanter Artikel drüber, wo es darum ging, dass die Chinesen halt in einer unheimlichen Geschwindigkeit ihre neuen Städte überall hochgezogen haben. So, die sind jetzt fertig und jetzt kippen sie die Welt mit ihrem Zeug zu. Jetzt wird auf Teufel komm raus, die produzieren nicht nur E-Autos, die produzieren in allen industriemäßig, ob es Waschmaschinen sind, ganz egal was, die produzieren wesentlich mehr, wie sie selber brauchen, und hauen es auf den Weltmarkt. Das ist so. Wir werden halt mit den Kackkisten hier zugeschüttet, dann kauft aber hier keiner. Dann kriegst du irgendwann geschenkt und subventioniert und dann fahren die irgendwie. Ne? Nee, aber das ist doch... Ja, vor allem, die holt ja keiner mehr hier ab, ne? Achtung, also das ist ja das, wenn die hierher geschickt wurden, holt dir keiner mehr ab. Dann werden die irgendwann in den Markt gesprüht, ja? Egal für welche Rate. Genau, ja, aber schlussendlich ist jetzt dieser Neuwagenmarkt auf jeden Fall, wenn du so quer liest, was die Neuwagen alle so kosten, dann ist das querbeet so teuer, dass man sich fragt, wie soll das gehen? Also wer soll das bezahlen auch? Weißt du, ist ja nicht so, nur weil die Neuwagen das Doppelte kosten, dass die Leute alles Doppelte an Geld verdienen. Das ist ja Quatsch. Tja. Ja, deshalb. Und dann gibt es noch eine Nachricht, die mich sehr gefreut hat diese Woche in der Automobilindustrie. Na? Audi nimmt ihre komischen Zahlen zurück, weil der Kunde es nicht angenommen hat, stand da. Was für Zahlen? Ne, diese komischen Modellbezeichnungen, wo ich schon von Anfang an drüber gelacht habe. Wo ein Audi A4 55 oder ein Audi A3 37 oder was auch immer. Aber und jetzt, die nehmen das, machen das, wird komplett beendet. Ja, habe ich auch gelesen, Der Kunde es nicht so akzeptiert hat. Ach was? Warum auch? Ist doch Schwachsinn auch gewesen. Also ich bin ja dafür, dass sie das wieder Audi 100 und Audi 80 und Audi 90 nennen. Ja. Und vielleicht noch 200. Ja, nein. Warum? Nee. Aber wieso heißt ein Audi A4 nicht Audi A4 2.0? Dann weiß ich ja, es ist ein 2-Liter-Motor. Ja, aber ein BMW 320 hat auch keinen 2-Liter-Motor mehr. Nee, was hat der denn? 1,8? Weiß ich nicht. 1,5er Turbo, 13-Zylinder oder sowas. Ja, das ist schlimm. Ne? Also das hat ja damit nichts zu tun. Jetzt könnte man natürlich, wenn man jetzt so Verschwörungstheoretiker wäre, würde man sagen, Audi hat das ja damals eingeführt für den chinesischen Markt. Das ist ja eine Drehmomentklassifizierung gewesen. Diese Zahl zeigt ja, mit 10 multipliziert dein Drehmoment an. Ja. Was anderes macht die Zahl nicht. Uff. Hinten dran. Ne? Was anderes macht. Wusstest du das? Das wusste ich nicht. Was anderes macht diese Zahl nicht. Okay. Und das wurde mal eingeführt, so viel ich weiß, für den chinesischen Markt.
Wo verkauft sich Audi gerade nicht gut? In China? Angeblich, ja. So, jetzt könnte man natürlich sagen, pass auf, vielleicht ändern sie es zurück, weil sie halt sehen, dass sie auch andere Märkte besser bespielen müssen. Ich weiß es nicht, aber das wäre so, also ich weiß, dass dieses Ding mal für China eingeführt wurde und das ist ein Drehmoment. Das ist eine, ich meine, es war sogar eine Vorschrift in China. Ich meine, das war eine chinesische Vorschrift, dass man an seine Autos das Drehmoment dran schreiben musste. Okay. Weiß nicht, musstet ihr das auch bei Mercedes oder hast du mit China nichts zu tun? Nee, habe ich nicht, zum Glück. Also ja. Zum Glück deshalb. Die sind die Smarts, kommen doch aus China, oder? Das ist richtig, ja. Aber natürlich, für mich interessiert nur, wie die Autos, die wir haben, auf einem deutschen Markt funktionieren. Ja, ist klar. Und das, aber wie gesagt, und das halt, ich könnte mir vorstellen, dass das damit zu tun hat. Man hat es mal getan, um dem damals größten Markt zu dachte, gefallen. Aber ich dachte, das wären Gruppen gewesen, dass wenn man eine 35 dran hat, Dann hast du zwischen, ich glaube 30 und 35 gab es und was 35 ist, hat dann alles zwischen 300 und 350 Newtonmeter. Ah ja, okay. Ich meine, so waren die Einstufungen dafür. Wenn es ein Hörer besser weiß, in die Kommentare unten Ja, aber runter. Dann ist es ja tatsächlich sinnvoll. Ja, dann hätte ich das gern wieder zurück. Ja. Ja, aber das ist halt immer die Sache. Was wünschen kannst du dir? Du bist, Ich werde auch kein Kunde bei Audis. Nein, die Sache ist halt einfach, man kann alles machen, man muss es nur erklären, dass es die Menschen verstehen. Ja. Das ist glaube ich, so ein Grundproblem in der Gesellschaft. Ja. Man kann alles machen, das müssen die Menschen nur verstehen. Dann unterstützen sie es auch, wenn es zu verstehen ist. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wenn man mich jetzt losschicken würde, jetzt unabhängig, ob ich das Geld hätte, dass ich mir einen Neuwagen kaufe. Ich wüsste nicht, was ich kaufen sollte. Das geht gar nicht. Das hatte ich ja vorhin gesagt, mein letztes Auto ist schon gebaut. Nee, ich wüsste es. Was wäre es denn aus deinen Ich wüsste es momentan. Die Frage ist ja, das ist ja hier diese berühmte 50-Liter-Frage von Carsten. Mhm. Bei der 50-Liter-Frage war es bei mir immer das Uhlenhaut-Coupé. Mhm. Oh. Und das werde ich mir natürlich nicht leisten können. Aber ich habe ja vorhin angefangen zu erzählen von diesem Polo, den ich da fahre. Ne? Das ist so ein Auto, Baujahr 2002. Es hat eine manuelle Klimaanlage und sonst nüschte. Ne? Nackte Mutti, wie das ja so heißt, im Autohandelgebrauch. Und das reicht ja eigentlich. Ne? Ich komme damit von A nach B. Das Ding hat mir jetzt, könnte, wenn es so das Doppelte an PS hätte, das hat jetzt 54, das macht sehr bescheiden auf der Autobahn, wie Jens das ja auch immer so schön beschreibt, wenn er mit dem 3-Liter-Lupo oder dem Twingo hier durch Hamburg fährt. Am unteren Ende der Nahrungskette. Genau, bist du am unteren Ende der Nahrungskette. Wirst du so behandelt. Ja, genau, das ist ja das Problem. Du wirst ja so behandelt. Ne? In Deutschland. Ja. Das ist ja, ich habe mich noch nicht über Landesgrenzen mit dem Kfz getraut. Okay, aber das ist ja auch so eine deutsche Mentalität hier, diese deutsche Automacker-Mentalität, weißt du? In anderen Ländern, wo Kleinwagen en vogue sind, also na gut, Frankreich zum Beispiel, die Franzosen haben es verstanden und haben Clio Baccarat auf den Markt gebracht. Man hat einen Kleinwagen gekriegt, wo alles drin war. Ja. So, das gibt es ja hier bei uns nicht, weil es hier gar keiner versteht. Und weil dicke Hose kannst du halt nicht machen. Wie heute Morgen, ich bin ja mit dem Fiat 500 heute Morgen hier, der oben in der Einfahrt steht. Hm. Mit der kleinen Riva-Yacht. Und heute Morgen ist neben mir ein G63 AMG G-Klasse hier so eckig. Mhm. Ja? Das ist ja das obere Ende der Nahrungskette und noch einen drauf. Ja, genau. Das und ist der, so, der, pass auf, nee, das Lustige war, das ist so dieses, wo man so viel dran festmachen kann. Ich bin über hinten Alster rum, oben am Porsche-Zentrum vorbei und dann gibt es ja zwei Spuren, die rübergehen hier Richtung Hamm. Und der fuhr im Zickzack von ganz hinten über alle Spuren, um ganz vorne als Erster an der Ampel zu stehen. Ja? Mhm. So habe ich gesagt, oh, sportliches Fahrmanöver mit dem Schiff. Fährt neben mir los und fährt dann mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit in so eine Nebenstraße. Mhm. Ja? Und habe ich gesagt, oh, der will sicher irgendwas abkürzen. Und ich fahre die ganz normale Strecke und stehe hier an der Ampel vorne an der Hammerkirche genau wieder neben ihm. Mhm. Und der kam da aus der Seite und habe ich nur gedacht, Alter, da hast du jetzt irgendwie so ein 500 PS Monster, fährst zicke-zacke Hühnerkacke und bist genauso weit gekommen wie ich. Und ich habe 69 PS, habe schön Musik gehört, habe nur gedacht, was macht der denn da? Ja. Ne? So. Ja, und das zeigt aber so viel. Ich glaube, weißt du, was ich meine? Und das zeigt so diese Mentalität, wie die hier so drauf sind. Mhm. Und ja, da bist du mit einem 54 PS Twingo, da lachen die Leute. Ne? Ja, nee, aber das ist halt, um dort zurückzukommen, das letzte Auto, ne?
Das, diese ganzen Assistenzsysteme brauche ich alle überhaupt gar nicht in einem Auto. Ne? Nee, brauche ich auch nicht. Das ist also, entweder will ich irgendwann ein Auto haben, was autonom fährt, wo ich mich reinsetzen kann, gar nichts machen, oder ich will Auto fahren. Das sind die beiden Alternativen, die ich mein so Auto habe. Fährt autonom, wenn ich auf dem Beifahrer sitze und meine Frau fährt. Ja, genau. Und wenn ich Auto, es gibt ja diesen Spruch, wenn ich autonom fahren will, rufe ich mir ein Taxi. Ja. Ne, das gibt es ja auch. Und das ist halt so, das gibt es, aber dann so viel mehr brauchst du doch nicht in einem Auto. Also hier dieses ganze Lane Assist, Distronic, Abstandswarn, bla bla bla. Ja gut, wird jetzt Gesetz, ne? Brauche ich alle nicht in einem Auto, ja. Fährt gut ohne und vor allen Dingen geht es nicht kaputt, wenn es nicht drin ist. Ja. Das ist ja der große Vorteil davon. Und es funktioniert auch nicht falsch. Ja, genau. Kommen wir dazu. Ja. Ich bin mal in ein Erproberfahrzeug gefahren längere Zeit für diese Abstandswarner. Ja. Und es gibt Länder, da werden Löcher in Straßen mit Stahlplatten zugemacht. Oder auch Brücken sind aus Stahl. Mhm. Wenn du jetzt so eine frühe Generation oder eine nicht so teure Variante von diesen Abstandswarnern fährt und der sieht auf einmal viel Stahl vor dir, der sich nicht bewegt, rate mal, was dein Auto macht. Bremst. Mhm, das wirft den Anker aber richtig. Und der hinter dir, wenn du Pech hast, hängt dir im Heck. Und es ist nichts vor dir. Und das sind halt so Sachen, wie du schon sagst, ne? Es kann halt auch nicht falsch funktionieren. Weil ich sag mal, selbst wenn diese Systeme zu 99,99% funktionieren, es ist dieses einer von 10.000, wo dann irgendwas passiert. Und wenn du Pech hast, passiert halt wirklich was. Das ist schon richtig. Ja. Das ist so das. Ja, das sind ja auch diese zum Beispiel Lane Keeping. Ne? Ja. Ich habe es in meinem Volvo mal ausgeschaltet, weil mich das nervt, weil du. Ja, du kannst es ja auch noch ausschalten. Du musst ja blinken. Ja. Ja, weil wenn du nicht blinkst und du willst rüberfahren, zieht er zurück. Ja. So nervt mich, weil manchmal machst du ganz schnell einen Spurwechsel. Ist keiner. Blinke ich jetzt gerade mal nicht, auch wenn es nicht erlaubt ist. Aber dieses Lane Keeping funktioniert ja auch nur, wenn beide Lanes schön da sind. Ja. Und wenn der Straßenbau es nicht hergibt, funktioniert auch kein Lane-Peeping. Und dann habe ich aber irgendwie so ein System, was meint, es muss die ganze Zeit irgendwie Lane-Keeping machen, weil es ist ja jetzt gesetzlich vorgeschrieben. Du hast das erzählt, in einer von euren letzten Folgen mit den Franzosen, die Party gemacht haben im Auto. Warst du das? Ja, und der ist abgebogen und ist dann in die Böschung gefahren. Ja. Und deshalb auch so, das ist so ein System, was ich nicht brauche. Ne? Weil wenn ich es nicht mehr schaffe, mein Auto auf der Spur zu halten, sollte ich besser nicht Auto fahren. Nee, dann bin ich betrunken oder schlafen. Dann gebe ich besser einen Führerschein ab, wenn ich das selber nicht mehr kann und lasse das. Deswegen so, ich schätze mal so, mein perfektes Auto ist irgendwo zwischen 2000 und 2012 gebaut. Ja, irgendwo so dazwischen. Ja, ja. Wisst ihr, was mein perfektes Auto, ich komme immer wieder drauf zurück, ist? Dein so Volvo. Als Alltagsding. Dein Volvo. Nee, du, den liebe ich über alles, aber eigentlich ist der schon zu modern. Hm. Sondern ist es so ein XC70, so aus dem Baujahr 2005, 2006. Das ist da, ja. So ein 15er Diesel. Ich weiß das auch nicht. Hm? XC70 ist dieser Cross-Country, dieser Volvo-Kombi, der so einen kleinen Tick höher ist. Ja. Und den als 5-Zylinder-Diesel, und ich habe gerade wieder einen auf meinem mobilen Parkplatz, da ist so einer mit voller Hütte, so mit Leder, Armaturenbrett, Soundsystem, belüfteten Sitzen, so mit allem drum und dran. Das ist, und ich hatte ja so einen und habe den damals in diesem Wahn, oh, wir dürfen bald keinen Euro 4 Diesel mehr fahren, habe ich den ja für gutes Geld verkauft, habe mich auch belabern lassen. Übrigens sehr interessant, weil das echt die coolsten Diesel damals waren. Genau, und ich ärgere mich heute noch, dass ich ihn verkauft habe, weil das so ein gutes Auto war, einfach gut. Richtig gut. Das ist dieses eine Auto, von dem du mal gesprochen hast, wo du es bereust, das verkauft zu haben. Nein, das ist der da, der weiße auf dem Spiegel. Das ist ein weißer Mercedes 500 SEC AMG. Okay. Mit rotem Leder. Das ist zum Beispiel, mein letztes Auto hat keine Ledersitze. Das bräuchte ich auch nicht. Ne, weil ich weiß nicht, das ist zwar schön pflegeleicht, so ein Ledersitz, und man kann den Schokoladen, wenn man im Auto isst, was gewisse Menschen ja doch machen angeblich, habe ich gehört, manche, dann hat man ja hinterher den Schokoladenfleck im Sitz und an der Hose, und wenn es ein Ledersitz ist, kannst du ihn halt wegwischen, wenn es ein Polstersitz ist, kriegst du ihn halt nicht so leicht weg. Und aber ansonsten habe ich so den Vorteil von Ledersitzen, der hat sich mir noch nicht erschlossen. Sie sind im Winter sackkalt und im Sommer verdammt warm. Das habe ich halt auf dem normalen Polstersitz nicht. Genau, deshalb sind die dann belüftet neuerdings. Die sind belüftet, damit das Arschwasser abzieht. Ja. Naja, abgesehen davon, dass natürlich moderne Autos, gerade Plug-in-Hybride, eine Möglichkeit haben, das Auto vorzutemperieren, die ja auch sinnvoll ist. Aber nochmal kurz zu den, schon kompletter Cut bei mir. Nee, geile Geschichte. Aber nochmal ganz kurz zu dem. Plug-in-Hybrid, was ist das? Ja, natürlich. Es ist eine feine. Was? Ein Plug-in-Hybrid? Ein Plug-in-Hybrid ist ein Hybrid.
Hybrid, wo die Batterie so groß ist, dass du sie extern laden kannst. Und dann fährst du mit dem Elektromotor Geschwindigkeiten bis x km/h und Kilometer bis y. Die können meist so 50 bis 100 Kilometer elektrisch fahren. Das sind die mit dem E-Kennzeichen für den Geschäftsmann, damit der Steuersatz niedrig ist. Ja, aber du kannst damit halt auch, und das mache ich ja, ich lade ihn jeden Tag, du kannst damit 100 Kilometer, also bis zu 100 Kilometer, an die 100 Kilometer, das ist so ein bisschen von deiner Fahrweise abhängig, voll elektrisch fahren. Und Geschwindigkeit. Und es gibt eben Diesel-Plug-in-Hybride, und das ist eigentlich schon eine mega coole Kombination, auch wenn die sich überhaupt nicht durchgesetzt hat, das ist nur bei Mercedes. Das ist jetzt wieder, so, ist jetzt wieder die Sache, da ist dann wieder so viel in dem Auto drin. Ja, ne? Hast du recht. Ne? Das ist dann ja wieder die Sache, ich habe den Dieselmotor, ich habe den Elektromotor, ich habe die, beim Mercedes hat das Problem, ich habe den Elektromotor und ich habe eine relativ große Batterie. Ja. Und stell das mal auf die Waage, ist ja hier Jens Lieblingsthema, stell das mal auf die Waage. Ja, das ist geisteskrank, die Autos, die Gewichte der Fahrzeuge. Der Mini krank. Für 55.000 Euro wiegt auch 2,2 Tonnen. Ja. Ich will noch mal eben kurz auf das Thema, was da alles kaputt geht auch. Ehrenrettung. Ich fahre ja tatsächlich extrem viel mit Assistenzsystemen. Also ich fahre tatsächlich mit meinem Dienstwagen zu, ich würde sagen, 85-90% komplett Deshalb kannst du auch zu jeder Tages- und Nachtzeit wo du es abschreiben, weil du es beim Fahren machst. Das kannst du ja per Spracheingabe mach ich tatsächlich, sowieso machen. Mache ich tatsächlich. Aber egal, es geht ja alles. Aber jetzt kommt's. Ich hatte auch mal eine interessante Situation, wo das System, und das ist wirklich, es funktioniert mittlerweile sehr, sehr zuverlässig, weil es ja Redundanzen hat. Also es ist ja nicht nur ein Radarsystem, sondern es ist ja auch ein Kamerasystem und, und. Aber das Kamerasystem hat damals auch, was das Thema Kennzeichnung in der Straße angeht, ist Folgendes passiert. Wenn du morgens früh die A1 runterfährst, die ja im Grunde nach den Elbbrücken ziemlich genau nachher vom Norden in den Süden führt, ja, dann hast du die Sonne aufgehen im Osten und die Sonne scheint durch die Leitplanken durch und projiziert auf die Straße die Sonne und den Schatten, und dann sieht das so aus, als wären tatsächlich Linien dort, und die erkennt er als Linien und fährt dann weiter rechts, weil er denkt, das ist die Linie, obwohl du ja eigentlich bis zur Leitplanke Platz hast. Das ist tatsächlich auch schon so ein Ding gewesen, wo ich gesagt habe, das führt jetzt zu keinerlei Unfall oder so, weil er bewegt sich trotzdem in der Linie, aber er fährt halt relativ stark versetzt in der Spur rechts. Und ich habe mich damals gewundert und denke, warum findet er jetzt die Mitte nicht, ne? Ach, daran liegt so. Also, du hast halt recht. Nichts für den Sonnenkönig. Es gibt halt diese Themen. Ich muss das zur Ehrenrettung sagen, mir macht das schon Spaß, aber ich unterstreiche eins, was du sagst, und nämlich genau das eben auch beim Plug-in-Hybrid. Die Fahrzeuge heute haben so unglaublich viel Technik drin, und es kommt eine Sache dazu, die viele nicht bedenken. Bei einem Ottomotor oder einem Dieselmotor, wenn irgendeine bestimmte Sache nicht funktioniert, läuft dein Motor oftmals trotzdem und du kannst fahren, hast einen Notlauf. Mhm. Einen Notlauf in der Art und Weise gibt es beim Elektrofahrzeug oder auch beim Plug-in-Hybrid nicht, weil wenn da eine Sache nicht so richtig funktioniert, die in irgendeiner Form mit Elektro und der Batterie zu tun hat, dann sagt der, ich will nicht mehr. Weil natürlich keiner ein Risiko eingehen will. Und das finde ich wiederum so blöd. Ich habe das jetzt ja auch schon mal erlebt. Blöd ist tatsächlich immer, wenn dein Auto sich plötzlich gar nicht mehr bewegt. Das sind alles Antworten auf Fragen, die kein Mensch gestellt hat. Diese ganze Technik, wofür? Jetzt mal, ich gucke hier gerade aus dem Augenwinkel auf den Toyota RAV4 da oben. Ne? Da habe ich ein Auto, das unter 4 Meter lang, kriege ich überall einen Parkplatz, 130 PS, ist ganz spritzig, 9 Sekunden auf 100, hat einen Allradantrieb, wie ich 1200 Kilo, kann ich mit 9 Litern Sprit fahren. Was brauche ich denn noch mehr? Oh, ist auch ein SUV. Genau, in der Corolla-Karosse wäre es sinnvoll. Ja, aber weißt du, mir geht es gar nicht um die Form jetzt, sondern um das Package. Ja, das ist ja das, was ich sage. Es ist alles drin. Das Package ist alles drin. Alles drin. Dann gibt es halt irgendeinen Hybrid XY-Antrieb, der mit zig Batterien, leider sind die da einfach so schwer und deshalb so, alles Scheiße brauche ich alles gar nicht. Ja. Reicht dann einfach ein Benzinmotor, der gut ist, fertig aus. Ja, aber die Frage ist, pass auf, jetzt können wir schön abdriften. Ja. Wollen wir noch über E-Fuels und HVO reden? Ja. Ja. Ne? Also das ist ja dann einfach die Sache. HVO? Dieser Kunstdiesel. Ja, ist ja kein Kunstdiesel. Es ist ja ein Diesel mit Anteil. Ne? Falsch in Automotorsport, falsch als Frittenfett tituliert. Ja. Ne? Es ist einfach Abfallstoffe, die zu Diesel verarbeitet werden. Mhm. Und damit haben sie eine CO2-Bilanz 70-90% besser als normaler Diesel. Wow. Ne? So, und das ist jetzt.
Das ist viel. Richtig. Und die sind jetzt ab April in Deutschland zugelassen. Ja. Für die Autobild fährt ja mit so einem Citroën. Genau, die Auto, da liebe ich sie für. Die Autobild Classic ist die einzige Autozeitung, die ich abonniert habe. Genau deswegen. Ja, am Freitag habe ich den Bernd Meier. Ich habe auf jeden Fall den Meier getroffen in der Ultima-Tankstelle. Der kam mit dem Citroën angeflogen, mit den Aufklebern da drauf. Ja. Nee, und das Auto wird ja wirklich Promi. Da gibt es ja auch jetzt Bilder von Walter Röhrl mit dem Auto, der unterstützt es auch. Also das ist ja was sehr, sehr lange gedauert hat. Um uns rum, um Deutschland rum, gibt es seit 2 Jahren diesen Kraftstoff an allen Tankstellen. Wir hatten noch letztens einen Podcast mit einem netten Kunden. Heißt übrigens Frank, also falls du den Frank Namen Meier. Merken möchtest. Herr Meier, sorry. Ja. Herr Meier hat mich auch gefragt, was denn die Mediengeschäfte machen. Ich sage, gut. Er ist so. Mehr konnte ich jetzt noch nicht sagen. Wir hatten noch einen Podcast mit dem Herrn Tintelnot, wo es um den Jaguar und Aston Martin so weiter ging. Ich weiß nicht, ob die Folge doch, habe ich gehört, ja. Und der Herr Tintelnot, der ist auch sehr involviert in dem Thema und wir werden dazu einen extra Podcast mal machen, wo es nur um diese... Da könnten wir den Oliver auch einladen. Der ist nämlich auch in dem Thema... Ja, ich halte ja so Vorträge über sowas, ja. Ja, das ist eine super über so zu, also ich arbeite, also ich habe das letzte Jahr für eine Unternehmensberatung gearbeitet und eine unserer Themen, die wir behandelt haben, waren so Emissionen von Elektrofahrzeugen. Jetzt alle sagen, hey, du spinnst das ja. Das ist ein richtig schönes Thema. Elektroautos haben ja überhaupt keine Emissionen. Ja, allein der Reifenabtrieb genau, da geht es. Der Reifenabtrieb bei einem Elektrofahrzeug ist 25-50% höher als bei einem normalen, vergleichbaren Wagen. A, weil das Auto schwerer ist und B, weil es mehr Drehmoment hat. Das lässt sich einfach nicht wegdiskutieren. Aber haben die Straßen dann nicht mehr Grip? Nee, die Straße ist ja die gleiche. Ja. So, und das große Problem am Reifenabrieb ist, A, sind es einmal Feinstaubpartikel, die du in die Lunge aufnimmst. Und B, in Reifen ist ein Stabilisator drin, der heißt 6 PPD. Das ist eine Chemikalie. Das ist bestimmt nichts Gutes. Genau, und 6 PPD alleine ist noch nicht so schlimm. 6 PPD ist da drin, dass der Reifen unter Ozoneinstrahlung nicht reißt. Es gibt sich dabei aber selbst auf und verwandelt sich in 6 PPDQ. 6 PPDQ ist hochtoxisch. So, jetzt liegt das Zeug alles auf der Straße und dann kommt ein großer Regen und daneben ist ein Fluss oder ein See. Und dann wird das ganze Zeug in den See gewaschen und dann sind die Fische tot. Also in Amerika gibt es jedes Jahr im Puget Sound, bei Seattle gibt es ein Fischsterben, jedes Jahr. Und es ist jedes Jahr die gleiche Zeit und es ist jedes Jahr der gleiche Auslöser. Und jetzt geht es halt so ganz langsam dahin, dass in Europa soll ja der Reifenabrieb unter Euro 7 reglementiert werden. Der Reifen- und Bremsenabrieb soll unter Euro 7 reglementiert werden. Ja. Und der Amerikaner geht halt einen komplett anderen Weg. Der Amerikaner hat jetzt die Industrie aufgefordert, einen Ersatzwerkstoff für 6 PPD zu erfinden. Der sagt halt, ich werde den Reifenabrieb nicht verhindern können. Nee. Und wenn sie in Europa da ein Gesetz machen und das ein bisschen reduzieren, ist sicherlich schon gut, aber ich will die giftige Chemikalie raushaben. Er hat das Gleiche ja auch bei Bremsbelägen gemacht. Seit 2015 ist Kupfer in den USA in Bremsbelägen verboten, weil Kupfer hat genau das Gleiche gemacht. Wenn es auf der Straße lag, in den See gespült, ist der Lachs gestorben. Und das passiert jetzt halt auch mit diesem 6 PPDQ. Und das ist halt so ein Thema, ne? Mit dem wir uns halt beschäftigen. Okay. Ja, und gut, synthetische Kraftstoffe. Und dann halt, synthetische Kraftstoffe, klar, da hat jeder seine Meinung zu. Jetzt kann mit E-Fuels, ich habe mal, kurz nachdem ich aus dem Gefängnis gekommen bin, habe ich einen Podcast mit einem amerikanischen Podcaster gemacht. Und da habe ich dann halt, und das war die Zeit, wo in Amerika Elektroautos über alles gehypt wurden, so Mitte 21. Das war der Riesenhype und alles musste Elektro sein. Und da haben wir dann auch so diskutiert und dann fing ich halt auch mit E-Fuels an. Und dann, wenn du dir dann das gibt es auch auf YouTube, das Ding, wenn du dir dann die Kommentare durchliest, das geht dann völlig in Hasskommentare gegen mich. Ne? Erst habe ich Diesel verbrochen und jetzt fange ich an mit E-Fuels und so und ich hätte ja überhaupt keine Ahnung und Elektro ist der Weg für die Zukunft und so weiter. Kann man sagen, ja, ist im gewissen Sinne richtig. Diese E-Fuels sind halt hoch in energieaufwendig, sie herzustellen. Ich muss E-Fuels irgendwo herstellen, wo ich mehr Energie erzeugen kann als verbrauchen. Das ist sicherlich nicht hier bei uns in Deutschland. Nee, im Grunde das siehst du leider in Anführungsstrichen wieder dort, wo viel Sonne scheint und wo vielleicht auch die Infrastruktur da ist, dass flüssige Zeug dann wieder hierher zu bringen. Ja, genau. Also Porsche hat ja so eine Versuchsanlage, nicht, dass ich jetzt groß Porsche loben will, aber Porsche hat eine Versuchsanlage, die steht in Chile.
Ne? Da ist halt ein Überfluss an Energie, wo die steht, und da können sie das halt herstellen. Jetzt muss man natürlich sagen, ob das jetzt so pfiffig ist, von Chile das hierher zu transportieren, weiß ich nicht, weil es gibt nicht viel weiter weg. Wenn Versuchsanlage ich so schon sinnvoll. Wenn ich so einen Globus in der Hand nehme, es gibt nicht viel weiter weg als Chile. Ich könnte es noch aus Australien und Neuseeland holen, dann hätte ich eine noch längere Seereise, aber das muss ich ja nicht machen. Du könntest ja auch, es gibt ja diese berühmten Studien mit, wie viel Solarzellen muss ich in der Sahara stellen, ne? Das ist ja so der Lösungsansatz eigentlich, dass man da mal hinguckt. Dass man einfach mal übers Mittelmeer rüberguckt. Ja. Und da könnte man dann ja überlegen, ob man nicht von da, ob man da nicht solche Anlagen aufbaut. Ja, weil irgendwie man da eine Pipeline bauen sollen. Ich denke halt auch, irgendwie muss ich die Bestandsflotte am Leben erhalten mit Kraftstoffen. Klar. Ich kann ja nicht einfach, jetzt gibt ja jetzt hier diese ganzen Fake News mit, die EU will alle Autos über 15 Jahre verbieten und Reparaturverbot. Das ist Quatsch. Ja genau, das sage ich ja, Fake News, ne? Ist alles Fake News, aber es wird halt gerne gelesen und wird dann sehr propagandistisch missbraucht, ne? Das ist ja die Tatsache da dran. Ja. Von immer den gleichen Menschen. Ja genau, und das ist halt, die ganzen Autos müssen betrieben werden. Ich denke mal, hier jemand, der hier bei dir so einen Oldtimer kauft, dem ist jetzt auch egal, ob das, was er da reinkippt, 2,50 oder 3 Euro der Liter kostet, wenn er da mit 1.000, 2.000 Kilometer im Jahr fährt. Die Diskussion hatte ich gerade, vorhin war ja ein Kunde, da hat sich einen Range Rover angeguckt, die sind 3,5 Liter, 86er. Ja. Und dann haben wir ganz kurz so gesagt, ja, was wahrscheinlich verbraucht er in der Stadt 20 Liter auf 100 Kilometer. Ja. Und dann sagt er, boah, hat er so mit den Achseln gezuckt. Und habe ich gesagt, ja, hat den jetzigen Besitzer auch nicht interessiert, weil der ist so wenig gefahren, der hat in 2 Jahren eh nur 2-mal getankt. Ja. Ne? So. Genau. Und dann, das wird nicht, es wird hier eigentlich nie diskutiert. Das ist eigentlich nie Thema hier. Aber du hast halt auch die Leute, die sich, wie du ja sagtest, die neuen Autos sind viel, viel, viel zu teuer. Die können sich kein neues Auto leisten, wohnen aber irgendwo in dörflicher Infrastruktur und müssen 20, 30, 40 Kilometer eine Richtung zur Arbeit fahren. Ja, 3 Liter Lupo. Da sind wir wieder. 3 Liter Lupo mit HVO. Ja. Oder es kann auch hier mein 1,2er Polo mit E-Fuels sein oder sonst was. Das ist halt eine Alternative, die ich den Leuten bieten muss. Es kann sein, dass das Zeug vielleicht ein paar Cent teurer ist. Ne? Irgendwie muss ich es ja incentivieren, dass ich sie auf was Neueres bringen will. Genau, das wird ja kalibriert irgendwann. Ja, genau. Und das ist halt, ich denke, diese Lösung musst du einfach anbieten, dass du den Leuten, also dass du der Bestandsflotte und insbesondere der Leute, den Leuten, die in der Bestandsflotte auf ihr Auto angewiesen sind. Da gibt es genug Leute, die täglich irgendwo zur Arbeit fahren. Die Diskussion hatte ich doch hier mit Wolfgang Warnecke, wo wir dann drüber gesprochen haben, ja, dieses Ziel, dass irgendwie 15 Millionen Elektrofahrzeuge in den nächsten Dann sind aber immer noch 30 Millionen Verbrenner über. Nee, genau. Erstmal, wo sollen die hin? Die kann man nicht einfach abschaffen und die müssen ja betrieben werden auch. Ja. Oder, weil es ist ja auch der, ich sage jetzt mal ganz platt gesagt, der normale Mensch, der irgendwie in Harburg in der Schlosserei arbeitet und dann morgens zur Arbeit fährt, der kann sich kein Elektroauto für 50.000 Euro kaufen. Das will der auch gar nicht. Hm. Sondern will halt seinen Passat weiterfahren. So, Punkt aufs Ende. Ja. Und den pflegen. Halt so. Und ich denke, das ist halt auch so das, was ich so ein bisschen vermisse, wenn du so in eine Politik guckst. Da wird wenig drüber nachgedacht. Ne? Es wird viel, klar, über das Neue wird nachgedacht und alles gut, alles schön. Aber das halt so, wie du gerade gesagt hast, selbst wenn ich 15 Millionen Elektroautos hätte, habe ich immer noch 30 Millionen Bestandsfahrzeuge, von denen nicht alles Oldtimer sind und Liebhaberautos. Diese Autos müssen irgendwie betrieben werden und das ist ja auch mal ein großes Wählerpotenzial, ne? Ja, aber wenn du natürlich das E-Fuel-Thema nicht bei deutschen Firmen siehst, sondern eben weißt, dass das wahrscheinlich dann auch eine Kompetenz sein wird, die nicht unbedingt in Deutschland produziert werden wird, dann lassen wir das wahrscheinlich außen vor. Ja, produzieren könntest du es, nehmen wir mal an, es gibt hier noch mehr Windkraftwerke. Es ist ja heute schon so, ich berate so ein Start-up, das macht Agri-PV. Agri-PV sind Solaranlagen auf Ackerflächen. Da gibt es 2 Typen. Das eine ist, ich pflaster die ganze Ackerfläche mit Agrar und kann da nichts mehr sehen und ernten. Oder ich stelle sie hochkant hin und dazwischen kann der Trecker noch fahren, sehen und ernten. So, und mit dem habe ich, weiß gar nicht, vor 3 Wochen das letzte Mal geredet. Es ist inzwischen soweit, man redet von negativer Einspeisevergütung. Ja, verstehe. Für den Solarstrom. Verstehe, weil zu viel. Weil schon zu viel. So, den Strom kann ich aber nehmen, um E-Fuels herzustellen. Zum Beispiel, Na, also das sind so Sachen, das geht dann noch weiter. Dann könnte man anfangen hier mit Solaranlagen. Jeder baut sich eine Solaranlage aufs Dach und dann baue ich mir für 10.000 Euro irgendwie einen 10 Kilowatt Speicher in mein Haus. Toll.
Ne? Ich habe vor der Tür ein Elektroauto mit einem 50 kW Speicher stehen und baue mir noch 10 kW ins Haus. Helfen mir die 10 kW nicht, wenn ich mein 50 draußen laden will? Eben, und ich kann und die 50 auch nicht als Speicher nutzen. Genau, und ich kann die 50 nur mit bidirektionalem Laden als Speicher nutzen. Ja. Das ist halt was, wo man sich überlegen muss, das könnte man ja vielleicht auch machen, dass man hier mehr Grid-to-Vehicle, Vehicle-to-Grid macht und dann versucht, damit einen Balance hinzukriegen. Das muss aber, das ist halt auch was gesteuert werden muss. Ich dachte, ne? Du schlägst mir jetzt vor, dass ich mit meiner Solaranlage E-Fuels selber bei mir zu Hause produziere. Das würde mir wirklich weiterhelfen, wenn das irgendwie so. Da kannst du dein altes Bierbrauer-Kit von so Studien wieder rausholen. Wenn das so literweise. Aber deine Autos fahren doch alle gar nicht so. Ach, egal. Armleuchter, ey. Ist doch Wurst. Aber ich habe draußen eins gesehen, das scheint zu fahren. Das habe ich heute Morgen schon in St. Georg gesehen. Da ist es schon an mir vorbeigefahren. So laut, wie es war, habe ich schon gewartet, wo ist die Soko Autoposer? Die kommt bestimmt gleich hinterher gefahren. Oh, ey, der Döner-Ferrari? Jetzt werde ich hier flachgelegt. Ja. Der Döner-Ferrari, bist du hier oder was? Der steht draußen an der Straße und da, ja, das fährt, das Auto. Das kann ich, also ich habe es fahren sehen heute Morgen. Das kann ich bezeugen. Ja, das fährt tatsächlich. Ja, Ja, kannst du mal sehen. Ich glaube, das fährt auch nicht schlecht. Das fährt auch nicht schlecht, ne? Nee, das fährt tatsächlich gut. Das ist alles schön, das ist alles gut. Ich bin immer noch nach wie vor sehr happy, auch wenn ich mir heute vier beim Einparken. Warum tue ich mir das an, das jetzt nochmal zu erzählen, eine Felge zermackelt habe. Du erzählst es, weil ich es sonst erzählt hätte, weil du es mir heute Morgen erzählt ja, hast. Aber zum Glück habe ich tatsächlich diese BBS-Felgen genommen, die diesen Edelstahl-Schutzring haben, der geklebt ist, den man einzeln auswechseln kann. Das ist ja eigentlich eine gute Idee. Mit Uhu? Mit Uhu, kann man selber kleben oder musst du das vom Spezialbetrieb? Ja, ich werde das schon im Spezialbetrieb geben. Kostet das Auswechseln 3 Mille, hättest du auch eine Felge kaufen können. Nee, das ist relativ easy zum Glück. Ich hatte ihm vorgeschlagen, irgendwie von einem älteren Modell Stahlfelgen mal zu nehmen, aber das wollte er nicht. Nee, das machen wir nicht. Aber ich habe ja heute Morgen hier gehört, beim Verkauf des 964, da sind bei 17 Zoll Felgen übrig. Jens hat heute Morgen hier fast einen Herzinfarkt gekriegt, weil er verkauft hier so diesen wunderbar originalen 964 in Rot mit Originallack und alles komplett original. Und derjenige kommt von der Probefahrt wieder und wir müssen die Sachen ja auch wirklich so erzählen, wie sie sind, das machen wir ja immer. Also derjenige kommt wieder und Jens sagt, na und, wie fährt der? Ja, schwammig halt, da kommt als erstes ein K&W 1 rein und 18 Zoll Fuchsfelgen und Jens so, okay. Ja. Das Dumme ist, dass dein Gesichtsausdruck jetzt nicht sichtbar ist für die Podcast-Hörer. Ja, Jens halt wirklich so, er stand daneben und musste wirklich so, okay. Ja, da hätte man sicher, ja, egal. Ich sage jetzt mal, das ist ja jetzt kein Frevel, ne? Das ist alles Sachen, die rückbaubar sind. Ja, alles. Ja, ich finde, das kann also, ja auch, das ist, wenn hier einer herkommt und dir erzählt, er kauft irgendein Auto und sagt jetzt, oh, da müssen wir mal dickere Reifen drüber, ich rolle mal die Radläufe oder sowas oder ich bördel die Radläufe. Das wäre was ich sage, das ist schlimmer, oder? Stimmt, das hat er jetzt nicht erwähnt, aber für die 18 Zoll ist das wahrscheinlich notwendig. Ja. Also das ist was ich viel schlimmer finde. Weißt du, pass auf, jeder kann das machen, wie er will. Es ist ja die Frage, warum kaufe ich mir den besten Originalen sozusagen, wenn ich ihn dann auseinanderreiße wieder? Aber und es ist auch in Ordnung, wenn man das macht, dann die Teile aufhebt, aber meistens ist es dann so, die Autos kommen irgendwann wieder auf den Markt und ja, haben sie die Originalfelgen? Ja, nee, die habe ich dann irgendwann so, also das verschwindet. Genau, die habe ich bei Kleinanzeigen gegeben. Weil in dem Zusammenhang hat Oliver gesagt, ja Mensch, der 124er, der Motor kommt da ja dann auch wieder raus und dann kommt da wieder ein 300er E-Motor rein, damit der wieder original ist. Nee, der ist ja der so. Hartke. Ja, aber der Hartke ist ja der Hartke, ist ja kein Mercedes. Ja, genau. Aber wir haben ja die Originalfahrgestellung entdeckt. Also wir könnten ja wieder einen Brief dafür und so weiter. Kannst du ihn mir besorgen? Du hast ja Verbindung, ne, zu Mercedes. Was denn besorgen? Den Originalbrief. Wenn du die Originalfahrgestellnummer hast, könntest du nochmal einen Brief ausstellen lassen? Ja, also vielleicht, du müsstest jetzt eventuell auch das Erstzulassungsdatum dann noch irgendwie wiederfinden. Ja, was ist denn jetzt? Also ich finde das super, dass du mich versuchst, aufs Glatteis zu ziehen. Butter, ich stelle dir gleich auch mal ein paar unangenehme Fragen. Ja, mach gerne. Ja. Gerne, ja. Nein. Ja, was denn jetzt? Nein, wir haben vorhin vor dem Hartke gestanden und haben dann halt so ein bisschen rumgejokt. Dann habe ich Frank halt, das hatte ich dir ja geschrieben, ich habe ja einen guten Freund, der früher bei Hartke war. Allerdings war er nach dem Hartke F1 da. Aber als ich ihm dann von dir die Bilder und die Beschreibung geschickt habe, meinte er, ja, das ist das Auto, was Carson gestartet hat. Ja. Das ist ja der Bruder vom Hartke, der dann Carson gestartet hat. Und er selber hat aber nur, als er bei Hartke war, hat er nur Geschichten über das Auto gehört. Das Auto war also in den frühen 90ern schon nicht mehr bei Hartke.
Ne, nee. Mein Freund war zu der Zeit bei Hartke, als sie halt für Renault die Safran B-Turbos gemacht haben. Geil. Ne? Ich hatte das Frank erzählt, du hast mal erzählt hier in einem Podcast, dass ihr die Zeitung hattet, wo der Bericht drin ist. Ja. Und da steht dann irgend so ein großer blonder Jüngling neben diesen Turboladern und justiert da die Federn. Das ist mein Kumpel Tjark, der da halt bei Hartke eine Zeit lang gearbeitet hat. Der saß auch direkt für Hartke in Dieppe. Bei Alpine, also diese B-Turbos sind auf einer Sonderlinie bei Alpine gebaut und da gab es halt kein Alpine zu der Zeit, aber das Werk war halt ein Renault-Werk und war das alte Alpine-Werk und da hat er dann auch ein Jahr lang gesessen, als die Dinger gebaut wurden. Ja, stark. Ja. Safran B-Turbo-Baggerer, schon echt geil. Ja, das Lustige, was er dann halt ist, wenn du mit ihm dann redest, er kann dann halt Geschichten erzählen, die hatten als Versuchsfahrzeuge Lagunas. Und die hatten Lagunas. Mit der Technik drin. Ja, mit der Technik drin und im vollen Trim aus der BTCC. Die hatten das Spoiler-Kit von der BTCC dran, damit die Autos halt auch einigermaßen fahrbar waren bei höheren Geschwindigkeiten. Sie haben dann in der Entwicklung wohl Haltbarkeitsprobleme im Getriebe gehabt mit dem Drehmoment und haben das Drehmoment immer weiter zurückgenommen. Also wenn du so einen Safran B-Turbo fährst, ist das wohl nicht so die Offenbarung, weil er ein sehr reduziertes Drehmoment fährt, weil das Getriebe wohl der Schwachpunkt in dem ganzen Antriebsstrang war. Aber er kann dann so lustige Geschichten erzählen, wie er dann mit so einem Laguna-Aggregateträger fährt er irgendwo durch so ein Dorf durch und denkt, das Dorf ist zu Ende und gibt Vollgas. Dummerweise war das Dorf noch nicht zu Ende und da stand eine Blitzkiste. Ja. Also die Polizei hat da geblitzt. Der ist mit 180 im Ort geblitzt worden. Er ist aber Ausländer, er ist kein Deutscher. Und damit ist er dann mit einer sehr hohen Geldstrafe davongekommen. Ne? Aber das war Ich hätte an seiner Stelle einfach gesagt, wie soll denn ein Laguna? Ja, kam man nicht mit durch. Nee. Er kam gerade aus der Werkstatt und sie hatten irgendwie neue Ladeluftkühler montiert und es war keine Pelle vorne drauf auf der Stoßstange. Also das vordere Kennzeichen lag auch irgendwo drin, er wurde auch gleich angehalten und so. Das kam nicht so gut an. Nee. Und dann hatte er dann da halt ein paar Probleme vor dem deutschen Gericht. Er hat dann halt vor dem deutschen Gericht nicht viel Deutsch geredet. Das kam wohl schon ganz gut an und dann ging das wohl. Parlez-vous pommes frites. Es ist Holländer. Apropos deutsches Gericht. Sag mal, wie weit ist das Thema eigentlich hier in Deutschland? Was für ein Thema? Das Laguna Thema, B-Turbo? Ja, das gibt es nicht. Safran B-Turbo, hast du gesagt, gibt es drei bei Automobile gerade? Oder ich wollte dich gerade noch mal kurz aufs Eis ziehen, aber nein, eigentlich nicht. Kann man die Frage stellen? Was willst du denn? Also es gibt in Braunschweig aktuell ein Strafverfahren gegen vier Angeklagte. Mhm. Es wird ein weiteres Strafverfahren gegen weitere Angeklagte geben. Mhm. Es sind x-30 Leute, die noch angeklagt werden. Mhm. Ich war lange einer von denen, die da auch angeklagt werden sollten. Mhm. Zurzeit soll ich es nicht werden. Mhm. Dann gibt es ein Verfahren der DK Investmentfonds gegen Volkswagen, weil Volkswagen zu spät seine Meldung an den Aktienmarkt gegeben hat. Mhm. Da darf ich auch demnächst wohl als Zeuge aussagen. Mhm. Das ist so das, was ich dazu weiß. Das heißt, das ist immer noch ein Thema, was immer wieder... Ja klar, das ist ein Thema, was mein Leben lang an mir hängt. Gib doch bei Google einfach mal Oliver Schmidt und dann Diesel, VW, Ingenieur. Ne? Also nicht Friseur, nicht Hotel und nicht Sportreporter eingeben. Mhm. Und dann landest du da ja. Und das ist irgendwas, was mein Leben lang an mir hängen bleiben wird. Irgendwann werde ich zum Verarbeiten der Geschichte auch nochmal ein Buch schreiben. Mir ist halt bloß momentan überhaupt nicht klar, wie ich das Buch schreiben soll. Weil so eine Geschichte über diese ganze Diesel-Sache kann ich eigentlich nicht schreiben, weil ich war nicht dabei. Ne? Ich war nie in meinem Leben in der Dieselentwicklung. Ich habe nie Diesel-Software gemacht. Das ist das Verrückte. Ja, das Verrückte. Ich war da drüben Chef der Zulassung, hatte aber auch nichts mit Diesel-Software zu tun. Ich bin dann nicht mit den Leitern der Zulassung essen gegangen und so ein Zeug, ne, und habe die auf Kongressen getroffen. Mhm. Das war halt alles und bin dann halt hinterher in diese Verhandlungen mit den Behörden reingezogen worden. Mhm. Das war halt der Fehler, den ich gemacht habe. Mhm. Aber deswegen alles, was ich da aufschreiben würde, wäre Hörensagen. Mhm. So, das ist ja ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Das könnte man machen. So, dann kann man überlegen, schreibe ich ein Buch über meine Zeit im Gefängnis? Gibt es auch schon zig Leute. Hier in Hamburg lebt Jens Söring. Der hat so viele Bücher über seine Zeit geschrieben in den US-Gefängnissen. Der war 33 Jahre in US-Gefängnissen. Er ist ja verfilmt. Ja, genau. Und hier in Hamburg lebt, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt, eine Frau, die hat auch im US-Gefängnis gesessen. Mhm. Die war auch für ihre Firma in den USA und die haben Honig importiert.
Und die haben halt den Honig umgelabelt. Das war chinesischer Honig, gegen chinesischen Honig gibt es ein Embargo. Dann haben sie irgendwie China und Chile, verwechselt man wohl schnell. Dann klebte halt schnell ein anderer Aufkleber drauf. Und sie war halt die einzige Deutsche vor Ort von ihrem Arbeitgeber, wurde halt auch verhaftet, ist ins Gefängnis gegangen. Die hat auch ein Buch über ihre Zeit im Gefängnis geschrieben. Gibt es also auch schon genug. So, jetzt ist halt die Frage, was macht man? Was mir so vorschwebt, wäre vielleicht so ein völlig übertriebener Roman, dass man halt sich gar nicht an die Wahrheit halten muss. Ja, du hast ja, also so, du hast so ja im, ziemlich... Im Sinne von Stonk oder sowas. Ne? Ja, ja. Wenn du dir halt anguckst, wie Stonk das persifliert hat mit den Hitler-Tagebüchern, sowas in der Art. Ja, ich weiß es noch nicht, ich kann es dir echt nicht sagen. Ja, ich verstehe das, was du meinst, abgesehen davon, dadurch, dass ich wirklich viel von dir gehört habe und auch wir auch schon lange schreiben, habe ich halt relativ schnell gemerkt, dass du auch jemand bist, der besonders imponiert hat mir damals deine Geschichte bei der Einstellung bei Volkswagen, als du gefragt worden bist, ob du nicht mal irgendwas Besonderes gemacht hast, wo du Führung übernommen hast. Kennst du die Geschichte jetzt? Wenn du die Geschichte nicht kennst, unsere Hörer auch nicht, dann musst du sie nochmal erzählen. Also, ja, für die Hörer ich mache eine Kurzform. Also, wir hatten ja vorhin erzählt, ich habe 1997 bei VW Motorsport angefangen. Ja. Und dann war es halt so, ich habe mich da beworben, dann kam halt eine ganze Zeit gar nichts, dann kam eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, dann hatte ich mein erstes Vorstellungsgespräch bei VW Motorsport selber mit meinem damaligen Chef, wir sind so rumgegangen, standen dann an ein paar Motormodellen, dann musste ich ihm erklären, was am Motormodell ist. Das ist mir auch relativ gut gelungen, bis auf die Einspritzanlage, das kannte ich nicht, weil mein Käfer hatte keine Einspritzanlage zu der Zeit. Aber so, dann kommt das zweite Vorstellungsgespräch in Wolfsburg. Also mit dem Auto nach Wolfsburg fahren und dann, da wir alle bei VW Motorsport eingestellt waren, war das Personalwesen Management, also wirklich für die Führungskräfte, für uns und unsere Einstellung zuständig. So, und dann kommt halt das Übliche, was wir Vorstellungsgespräch für Fragen und was haben Sie was sind Ihre Nachteile, was sind Ihre Vorteile und was können Sie nicht leiden und so. Und dann sagt er so zu mir, ja, Herr Schmidt, erzählen Sie doch mal ein Beispiel, wo Sie in Ihrem Leben schon mal Führung übernommen haben, was nicht mit der Schule oder Sportverein zu tun hat. Weil ich hatte vorher schon erzählt, ich war im Radsportverein und habe dann, wenn wir in Frankreich im Trainingslager waren, übersetzt für alle und so weiter. Hatte ich alles schon erzählt, war schon raus der Schuss. Da habe ich gesagt, was erzählst du dem Mann denn jetzt? Habe ich geguckt, da kannst du ja auch nicht so lange überlegen. Und dann habe ich mir so überlegt, pass auf, es gab da immer was. Und dann habe ich erzählt, ja, wir hatten so in der Schule Projektwoche und ein Projektteam sollte einen Schulteich graben, wo dann halt hinterher so irgendwelche Fische ausgesetzt werden und Gras gepflanzt wird, dass der Biologieunterricht da mal vorbeigehen kann. Gut, und dann haben wir überlegt, das wäre ja interessant, wenn der Bagger kommt und da was aushebt, wenn der was findet. Wenn der irgendwas ausgräbt, was Spannendes. Und dann sind wir halt nachts losgegangen. Ich kannte halt einen bei uns aus der Schule, dessen Vater hatte eine Tischlerei. Dann kannte ich einen, der hatte eine Metzgerei, die war bei uns um die Ecke. Und dann sind wir halt losgezogen, haben von dem mit der Tischlerei Holz geholt, haben alte Knochen geholt und sind nachts auf Schulgelände und haben einen Sarg dort vergraben. Wir haben halt aus dem Holz einen riesen Sarg gebaut, der wirklich so 2 Meter lang war, haben diese ganzen Knochen in den Sarg geschmissen und haben dann in so 1 Meter Tiefe ungefähr diesen Sarg vergraben. Und nächsten Morgen kam dann halt der Bagger und hat diesen Sarg ausgegraben, war großes Hallo. Was uns ein bisschen preisgegeben hat, waren irgendwie die 20 Bierflaschen, die um den Sarg rum vergraben waren. Die wir genossen haben, während wir diesen Sarg gebaut und vergraben haben. Ja, das hat dann die dazu, waren zu neu, ne? Ja, das hat dann halt dazu geführt, dass ich der Einzige war, der 6 Monate Probezeit hatte und das geringste Gehalt. Das kam nicht so gut an, die Story. Super. ist aber trotzdem eine gute Story, vor allem, wenn ich mir das vorstelle. Also ich meine, eigentlich ist ja die Auszeichnung, dass sie dich trotzdem eingestellt haben. Weil ich muss sagen, du musst ja dann schon jemanden gegenüber sitzen haben, der sagt, okay, das war irgendwie daneben, aber irgendwie auch wieder ganz gut. Ja. So. Ne? Ja, das war halt, hinterher, ich habe dann ja, also das war so, mein Chef in Hannover ist dann relativ schnell weggegangen. Und dann hatte ich immer direkten Kontakt mit unserem Chef in Wolfsburg. Und der hat dann bei irgendeiner Weihnachtsfeier, hat er mich beiseite genommen und sagt, Schmidt, was hast du dir denn dabei gedacht, als du das erzählt hast? Hättest du dir nicht irgendeine Scheiße ausdenken können? Musstest du das denn so erzählen? Weißt du, wie schwer das war, den hinterher zu überzeugen? Er sagt, alles Technische, was wir dich gefragt haben, hast du richtig beantwortet. Hast du alles richtig gemacht. Du hast einen kleinen Fehler bei irgendwas gemacht, wie ich was messen würde. Das ging einfacher, als ich es mir da ausgedacht hatte in dem Gespräch. Sagt er, warum erzählst du denn so eine Scheiße? Weißt du, wie schwer das war? So, und da, also wie gesagt, das war dann wirklich wohl so, die zwei
Technik, also mein direkter Chef und der Chef aus Wolfsburg, gegen den Personalmann. Der Personalmann wollte mich wohl nicht einstellen. Naja, aber ja. Es hat ja trotzdem geklappt, auch wenn es dir vielleicht das eine oder andere spart hätte, wenn du es was anderes ja, gemacht hättest. Ja, pass auf, das ist, aber das kann man ja das nicht. Das erzähle ich ja immer, ne? Ich hatte bei VW eine super geile Zeit. Ich habe so viel gesehen, ich habe so viel gemacht, was ich da erlebt habe. Du hast auch eine geile Zeit mitgenommen bei VW. Ja, genau. Dazu sagen. Das, was du genannt hast, in der Zeit, in der du da gewesen bist, ist aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung, die Zeit gewesen, in der VW ja versucht hat, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist jetzt Klischee, es fällt mir jetzt nur so ein, nach den Sternen zu greifen. Ja. Ja? Also sie haben einfach mal versucht, wirklich in alle Fahrzeugnischen vorzustoßen, beziehungsweise nicht Nischen vielmehr, sondern bis in die S-Klasse hinein. Ja, aber Mercedes. Und erfolgreich. Mercedes also, hat es doch genauso gemacht. Mercedes stellt eine A-Klasse dahin. Ja, ja, richtig. Es ging ja von allen Herstellern in beide Richtungen. Ja, ja, genau. Das fing irgendwann an mit dem Baby-Benz. Genau. Ne, wo es nach unten ging. Ja. Und dann, es haben sich alle Hersteller in alle Richtungen ausgeweitet. Ist so. Und dann jede noch so kleine Nische wurde besetzt. Ja, ne? Für mich als in Anführungsstrichen Außenstehender. Nur viertürige Cabrios wurden ausgelassen. Aber ansonsten hat es ja fast alles gegeben. Aber was mich halt immer gewundert hat, ist, dass VW halt in einen Bereich reingeht, der ja eigentlich durch Audi besetzt werden sollte. So, und das hat mich immer so ein bisschen... Aber das ist ja, weiß ich nicht, wenn du dir ein Audi anguckst, also nehmen wir dieses Beispiel A8 gegen Phaeton, ne? Da willst du ja sicherlich drauf hinaus. Ja, genau. Das sind ja zwei Autos, die du nicht vergleichen kannst. Der A8 ist das komplett fahrerzentrierte Auto. Das A8 ist das Auto für den selber Fahrer. Mhm. Das ist, als wenn du BMW und Mercedes vergleichst. Mhm. Also für mich ist der Vergleich genauso zwischen Phaeton und A8 wie zwischen 7er BMW und S-Klasse. Mhm. Der S-Klasse ist eher, dass du eine S-Klasse wirklich im vollen Anschlag auf der Autobahn siehst, kommt seltener vor. Und 7er ist BMW so. siehst du öfter. Das und stimmt. Das Gleiche ist da halt auch, ne? Dass der Audi wird öfter schneller gefahren. Als der Phaeton. Alle Phaeton-Fahrer, die ich so getroffen habe jetzt, und hier den Dr. Menke und... Eher so Genießer, Das sind eher so Genießer. Mhm. Die fahren so 180, 190, das fährt das Auto ja ganz leicht. Mhm. Dann braucht er irgendwas seine 10, 11, 12 Liter Diesel da mit seinem V6 TDI und dann genießen die das. Ne? Die genießen den Komfort, die genießen das Luftfahrwerk, ihre belüfteten Sitze, weil damit das Leder nicht zu warm ist am Hintern, genau. Und ihre 18 Wegesitze und die zugfreie Klimatisierung, so das genießen die. Wohingegen der Audi-Fahrer, der will am Lenkrad drehen und möchte halt möglichst schnell um die nächste Kurve rum. Ich denke, es ist der gleiche Vergleich. Du hast recht, aber ich denke trotzdem immer, das ist natürlich die gleiche Fahrzeugklasse und am Ende sind es natürlich eine bestimmte Anzahl an Menschen, die in dieser Fahrzeugklasse Autos fahren. Ja, aber ich glaube nicht, dass der Phaeton dem A8 Kunden wegnimmt, sondern ich dachte, wenn nimmt der Phaeton eher der S-Klasse Kunden weg. Hm, okay. Ich denke nicht, dass du, das weiß ich bin kein Marketingmann, ich weiß nicht, ob es viel Cross-Shopping zwischen den beiden Marken gab, kann ich dir nicht sagen. Was ich dann immer antworte auch bei der Frage ist, der Phaeton hat aber dann uns auch hinterher ermöglicht, einen Bentley Continental in Rekordzeit zu entwickeln. Stimmt. Der bis heute ja State of the Art ist, muss man sagen. Ja gut, das ist aber nicht mehr der. Ne? Der heutige Bentley Continental sitzt ja auf einer ganz anderen Plattform als der, den wir damals entwickelt haben. Ist richtig, aber die Weiterentwicklung und dieser Standard, der damals gesetzt wurde, dass das wieder ein wirklich gutes Auto ist, was reliable ist, und nicht irgendwie nur, wenn man ganz viel Geld hat und dann nur 3 Jahre fährt und dann einen neuen kauft. Ne? Ja, genau. Also das ist halt so, dazu hat uns das damals ermöglicht, ne? dass wir halt ganz schnell dieses Ding entwickeln konnten. Und dann, aus meiner Erinnerung, es war kein VW, ne? Was war die größte Dieselmotorisierung, die es im Touareg mal gegeben hat? V10 TDI. V10 TDI, ne? Genau, und gab es ja als Antwort darauf, das war dann wieder so original, den V12 Audi TDI. Das ist dann halt, da gab es halt zwei Leiter der Aggregateentwicklung und das ist dann quasi in Schwanzvergleich ausgeartet, ne? Also das kann man nicht anders beschreiben. Wenn du diese beiden Leute kennst, das ist komplett in Schwanzvergleich ausgeartet. Ja, weil das waren ja nie, also das waren ja auch keine Motoren, die ernstzunehmend in Volumen produziert worden sind, sondern das war ja so, bei mir kam dann irgendwann mal wirklich jemand an und zeigte mir seinen Audi V12 TDI Q7. Ja, genau. Und ich stand da und dachte, okay, weil das gab es nicht. Ne? Also es gab bei Mercedes gab es einen V8 und der hatte auch nicht annähernd so viel Leistung. Ja. Und dieser V12, das war ja homöopathische Stückzahl. Ja, klar, aber es war halt einfach zu zeigen, wir können. Einfach zu zeigen, wir können. Und was natürlich ist, es basiert auf dem...
Erfolg, den Audi in Le Mans hatte, ne? Stimmt. Das war ja auch ein Zwölfzylinder-Diesel, der da in Le Mans im Kreis, die haben natürlich nichts miteinander zu tun, die Motoren, kaum, außer der Zylinderzahl, vielleicht der V-Winkel und der Zylinderabstand, das weiß ich nicht, aber ja, V-Winkel wird es wahrscheinlich gleich sein, aber wobei, ich könnte mir vorstellen, dass ich den für einen Rennwagen weiter öffne, dass ich den Schwerpunkt tiefer kriege, aber ansonsten haben die, aber darauf baut das halt auf, ne? Aber das ist halt so die Geschichte hinter den Dingern. Dann ist, ich weiß nicht, ob die Story wahr ist. Mir hat mal ein Dieselentwickler bei VW erzählt, dieser V10 TDI hatte an der Kurbelwelle keinen Platz für Gegengewichte. Also musste man die Gegengewichte. Irgendwie da hinmachen. Nimmt man also Metall mit höherer Dichte. Also hat man Wolfram-Gegengewichte. Wenn du also einen V10 TDI hast, die Kurbelwelle hat, ich meine, 10 Gegengewichte aus Wolfram. Die sind da angeschraubt. So. Okay, wo ist Wolfram noch drin? Um sie nicht neu konstruieren zu müssen, Fragezeichen? Nein, oder? Damit man in den Bauraum des Kurbelgehäuses die Kurbelwelle reinkriegt. Okay. Sonst wäre sie viel zu groß geworden und das Kurbelgehäuse wäre viel zu groß geworden. Okay. So, und jetzt ist halt so, wo ist Wolfram noch drin? In einem Glühdraht. Genau. Angeblich ist irgendwann die Glühdraht, also die Glühbirnenherstellung bei VW vorstellig geworden und hat gesagt, wie viele von diesen Motoren wollt ihr bauen jedes Jahr? Sag das mal bitte, weil sonst haben wir nichts mehr über für Glühbirnen. Ob die Geschichte. Und dann, dadurch ist LED dann in die Glühbirnen gekommen. Nee, das ist. Erst Neonröhre. Erst Neonröhre. Erst haben wir ja diese Energiesparbirnen. Ne? Ja, diese, wenn du sie eingeschaltet hast, waren sie erstmal eine halbe Stunde dunkel. Genau. Und dann irgendwann, wenn sie hell waren, und dann bist du wieder raus aus dem Zimmer. Danach war sie so hell, dass du nicht in den Spiegel gucken konntest. Genau die Dinger. Ja, stark. Die Geschichte wahr ist, weiß ich nicht, aber die hat mir mal einer so erzählt. Ich finde es halt ganz lustig und man kann es immer erzählen. Nette Anekdote. Ja, absolut. Trotzdem, deshalb sage ich das, nochmal darauf zurückzukommen, es war halt eine Zeit, in der VW viele besondere Autos gebaut hat. Also diese Möglichkeit, dass du als jemand, der gerade von der Hochschule kommt, dass wir waren ein ganzes Team, wirklich von jungen Ingenieuren, dass du dann an 9, 8, 12 und 16 Zylindern, oder wir haben auch ein 10-Zylinder-Derivat mal gebaut, dass du an sowas arbeiten kannst, ich glaube, das wird nie wieder jemand haben. Genau. Ne, vielleicht, wenn du heute Glück hast, bist du in dem Team bei Cosworth, was für Gordon Murray den Motor baut oder für den Aston Martin den V12. Oder wenn du jetzt in die Presse guckst, gibt es ja einen neuen 16-Zylinder Bugatti. Vielleicht hast du Glück, dass du dabei bist. Aber diese Breite, wie wir es gemacht haben, ne? 8-Zylinder für Passat und Phaeton. Wahnsinn. Gut, der ist dann durch den Audi-Motor ersetzt worden. 12-Zylinder in Phaeton, Touareg, Audi, Bentley. Das wirst du nicht mehr erleben, dass du heute sowas machst. Du baust vielleicht noch einen für irgendeinen ganz speziellen Sportwagen, aber das war's dann auch. Ja, aber das meiste 12-Zylinder-Thema ist tatsächlich ja vorbei. Also man versucht die jetzt auch so in die Zeit zu retten und zu gucken, dass man sie so programmiert, dass sie die Euronormen noch erreichen können und ansonsten fallen die halt raus. Ne? Ja, klar. Die plumpsen ja im Moment alle raus. Du musst ja nur Downsizing aufmalen. Ne? Ja. Das ist es gibt ja nichts, was ein 8, bei Mercedes habt ihr ja auch gute 8-Zylinder-Biturbos. Ne? Es gibt ja nichts, was ein 8-Zylinder-Biturbo schlechter kann. Noch nie. Als ein 12-Zylinder. Nee, noch nie, genau. Also das ist auch immer entscheidend. Und ich habe jetzt gerade aus aktuellem Anlass, habe ich mich mit dem damaligen, auch aus dieser Zeit, 2001er CL 500, CL 600 und CL 55 beschäftigt. Alle drei waren Sauger damals, 2001. Ja. Also der 55er war ja der, ich sag mal, AMG-Variante vom M113 8-Zylinder und der 600er. Und wenn du dir die Werte anguckst, ist es so. Also alle fahren sowieso 250, weil das war ja die Abregelung. Ja. Und die von 0 auf 100, jetzt schätz mal, 0 auf 100 ein 500er? 5,9. 6,5. Der 600er? Was war es? 5,9? 5,5 vielleicht? Nee. Der 600er hatte nämlich auch nur wenige, also der hatte nur 367 PS. Sind Heckantriebautos, ne? Ja, Heckantriebautos. Ja, gut, du kriegst die Kraft ja nicht an den Boden. Genau. Also 6,5 der 500er, 6,3 der 600er und 6 Sekunden der 55er. Ja. Also das ist, vor allem, das ist ja,
Und wenn du dir die Preise anguckst, es hat gar keinen Sinn gemacht, eigentlich dir einen 600er oder einen 55er damals zu kaufen, weil zwischen 6 und 6,5 Sekunden entscheidet sich kein Rennen. Ne? Nee. Also, nein, vor allen Dingen, es kann ja keiner fahren. Das musst du ja als nächstes sehen. Ne? Das sind ja diese Beschleunigungswerte, das sind ja Werte. Ich sag mal, ja, heute mit Launch Control in irgendwelchen Tesla S-Plat und so kann das jeder fahren. Ja, aber heute früher, aber damals, damals, wenn du versuchen musst, dann noch am besten mit dem linken Fuß die Bremse zu halten und deinen Wander in irgendeine Stall-Drehzahl zu kriegen und dann loszulassen, das kann ja nicht jeder. Ne? Nein. Das noch ist lustiger ist ja, wenn du den Leuten eine Kupplung gibst und sagst, sie sollen mal irgendeine Beschleunigungszeit nachfahren. Ja. Das klappt ja noch selten. Dann kannst du gleich mal 5 dahinlegen, bis er es richtig kann. Ja, genau. 5 Kupplungen muss er dann. Ja, genau. Das sind ja wirklich nur spezielle Leute, die das können. Ja, aber das war damals, also deshalb Volkswagen, schade. Es gibt ein paar Dinge, die halt heute nicht mehr so schön sind, wie diese ganze Softlack-Thematiken. War ja, aber Softlack ja trotzdem was Hochwertiges in der Zeit. Das trifft ja jeden Autohersteller. Das trifft jeden Autohersteller und das ist ja auch erst ein heutiges Problem, war ja nicht ein damaliges. Ja, gut, es war schon ein damaliges Problem. Ja? Du hast, ich weiß nicht, wie das bei Mercedes war, Volkswagen hatte schon ein Riesenproblem mit dem Softlack. Das ist ja diese Sache Handlotion und Softlack. Das ist ja was überhaupt nicht zusammen funktioniert. Mhm. Wenn halt jemand viel Handlotion benutzt und besonders wenn er im Auto so einen Handlotionsspender hat und sich da viel drauf macht und dann überall anfasst, da wo der hinfasst, löst sich der Softlack auf. Mhm. Also ich kenne ganz viele, hier eure Bora-Folge, ich kannte ganz viele Jetta 4, wo dieses ganze Feld von den Fensterhebern total verpekt und kaputt war. Und oft hast du dann in der Mittelkonsole von dem Highschool-Girl die Handlotion gesehen und dann geht das halt kaputt. Das Lenkrad wird speckig und der Softlack geht kaputt. Also wir hatten das Problem tatsächlich bei Mercedes relativ wenig, aber es taucht ja jetzt mit der Zeit auf. Und es ist tatsächlich so, dass dieser Softlack, das sind ja auch alles dann schon zu der Zeit Lacke gewesen, die bestimmten Kriterien entsprechen müssen aufgrund der Umweltauflagen. Es geht ja immer darum, du kannst das alles besser machen, aber die Lösungsmittel darfst du nicht verwenden. Genau. So. Und es sind halt, heute werden die halt alle so klebrig. Und wenn du Glück hast, dann gibt es die Teile noch neu. Aber ist ja bei vielen Innenraumteilen heute einfach nicht mehr der Fall. Ja, die kriegst du dann nicht mehr gekauft. Und dann musst du sie jetzt, klar, also gibt ja auch alle möglichen Möglichkeiten. Du musst das nur alles ausbauen und musst es dann eben neu machen. Oder einfach abknibbeln. Aber das hat eigentlich, ist ja normal und das ist kein Volkswagen. Nee, das ist kein Problem. Das ist ein Problem, was die ganze Industrie hat. Das war halt mal toll. Dieser Softlack, das fühlte sich toll an, das fand jeder geil und es löst sich halt überall ab. Aber du hast doch, ich meine, du sagst ja, du hast kein eigenes Auto, nee, es gehört deiner Frau, glaube ich, du hast noch einen Käfer, oder? Meine Frau hat einen Käfer, ja. Ja, was für einen Käfer hat sie? Einen Orangen. Das ist schon mal schön. Ja. Das heißt, es ist ein 70er-Jahre-Käfer. Ja, nein, das ist ein 60er-Jahre-Käfer. Also die Farbe ist nicht original. Okay. Die Farbe ist dieses Porsche-Orange aus den frühen 70ern. Ist das Blutorange? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich hab's echt vergessen. Ja? So wie beim 914 und so weiter, was man so kennt von Porsche. Ja, genau, wie 911, 914. Ja. Es ist ein super kräftiges Orange. Mhm. Ich weiß, es ist eine Porsche-Farbe und das Auto hat meine Frau, ja. Okay. Und das hat das ein besonderes Setup oder ist das? Nee, das ist schon, also das ist ein 68er und jetzt für die Käferfreunde ist ein Ex-Automatik, also hatte mal Automatik, jetzt nicht, ist deswegen gesucht, weil er die Schräglenker-Hinterachse hat und nicht die Pendelachse. Mhm. Haben eine andere Achse gehabt, wenn sie Automatik waren. Ja, genau. Die später dann zum Beispiel, wenn wir hier bei Jens gucken, da steht ja hier der 03, der hat eine Schräglenker-Hinterachse. Aber wenn da hinten die anderen, die hier stehen, oder der Buggy, die haben hinten eine Pendelachse. Ah, und das ist einfach, es geht einfach um die Freigabe für Geschwindigkeit und Leistung. Da kriegt der Schräglenker immer eine höhere Freigabe als die Pendelachse. Und die Pendelachse hat ja so ein kritisches Fahrverhalten. Ihr kennt es ja auch bei Mercedes. Ja. Du hast ja bei den alten Mercedes auch die Pendelachse, die dann in den Kurven wegklappt. Das ist beim Käfer genau die gleiche Geschichte. Ja. So, also ist der Schräglenker bevorzugt. Der Schräglenker ist das Fahrwerk, was später im 924 ist. Das ist die gleiche Hinterachse. Porsche 924 hat die gleiche Hinterachse wie Käfer mit Schräglenker. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Ist aber so. Von der Konstruktion her. Ist aber so. Auto ist. Passen sogar die Bauteile. Okay. Passen 1:1 krass, rüber. Krass. Und also sowas hat er. Mhm. Gut, das Fahrwerk hat dann aber keine Drehstäbe mehr, sondern Federn rundherum. Also ich habe eine Kurbellenkervorderachse mit Federbeinen, auch relativ selten, hat sonst keiner. Mhm. Ist ein Fahrwerk aus dem Käfercup aus den 90er Jahren. Ist von KW nachgebaut worden, ist eine KW-Variante 3. Aha, okay. Bremse ist vorne Tarox, innen belüftet, 6-Kolbenbremse. Hinten habe ich Scheibenbremse gelocht. Dann ist da auch Motor drin. Genau, da ist ein Motor drin. Das ist ein 2,4 Liter Typ 1. Also nicht wie hier bei Jensen Typ 4, sondern ist ein Typ 1.
ist mit einer Einspritzanlage 48 mm Drosselklappe, also 4x48 mm Drosselklappe, ist auch 4x48 mm Einlassventil. Du kannst von oben in den Brennraum gucken. Wenn das Einlassventil auf ist, kannst du in den Brennraum gucken. Uff, und sowas hat dann Leistung 160 PS? Ich weiß nicht, ich war nicht auf dem Prüfstand. Steht in dem Fahrzeugschein? Gar nichts, das Auto ist nicht zugelassen. Okay. Das Auto hat halt, wie gesagt, gehört meiner Frau. Ich wollte dieses Auto mal verkaufen, da hat meine Frau gesagt, nein, das Auto verkaufst du nicht, das ist deine Geschichte. Das war 2005 und seitdem steht das Auto. Ne? Also sie hat dann damals gesagt, ich kaufe dir das jetzt ab. Ja, richtig, da hat sie mir das Auto abgekauft. Und seitdem ist das ihr Auto. Ja, dann und er kannst steht, du da nicht mehr drüber verfügen. Genau, ich kann da nicht mehr drüber verfügen über das Auto. Und steht da halt so und irgendwann demnächst fährt es mal wieder. Ja, und das macht bestimmt eine Menge Spaß in der Konstellation. Klar. Ja, das ist das, was ich nicht weiß. Ne? Das ist so, ich hab das Riesenschwein. Ich bin so ein bisschen mit vielen Leuten aus der Käferszene befreundet. Mhm. Unter anderem mit Gerd Weiser. Mhm. Gerd Weiser ist sehr relativ bekannt in der Käferszene, genau. Ich hatte ja auch hier an dem Motor von dem 03 bei dir gearbeitet. Und das Jahr, nachdem ich aus dem Gefängnis gekommen bin, ruft mich Gerd an. Sagt, Gerd, pass mal auf, du brauchst Spaß im Leben. Also Gerd sagt zu mir, du brauchst jetzt mal ein bisschen Spaß im Leben. Hast jetzt viel Scheiße erlebt. Sag ich, oh, das ist ja nett, Gerd, was hast du denn vor? Sagt er, es gibt das Aircooled Race Weekend. Das sind nur getunte Käfer, die sich treffen. Die haben sich damals noch in Meppen getroffen, auf diesem Kurs da. Mhm. Und das war dann noch unter Corona mit Camp-Bedingungen. Durftest nur einmal rein, dann nicht mehr raus. Musstest genug Essen mitbringen fürs ganze Wochenende. Und er sagt, ich habe einen, der ist verletzt. Der kann mit seinem Auto nicht fahren. Der hat eine OP gehabt, der kann mit seinem Auto nicht fahren. Der möchte nur 2-3 Runden fahren. Aber es wäre ja schade, wenn das Auto die ganze Zeit rumsteht. Du darfst auf dem Auto fahren. Oh, cool. Also war dann halt jemand da, also Udo, vielen Dank Udo nochmal. Und dann durfte ich halt auf Udos Käfer da fahren. Und bin halt dann, weiß nicht, 3 Tage mit diesem Käfer da in Meppen im Kreis gefahren. Halt, da waren halt auch Slicks drauf und das hatte auch ein 2,4 Liter Typ 4 ist da drin in dem Auto und all solche Geschichten. Also hat eine, und dann ist auch eine Lenkung ist auf Zahnstange umgebaut, obwohl die Alten keine Zahnstange haben und so weiter und so weiter. Und dann durfte ich halt mit diesem Käfer von Udo fahren und danach durfte ich dann auch mit dem Rennkäfer von Gerd Weiser fahren und da durfte ich mich dann damit austoben. Das war schon geil auf der Rennstrecke. Aber ob ich mit so einem Auto heute im Straßenverkehr auf der Straße mitfahren will, kann ich gar nicht beurteilen gerade. Okay. Ne, also okay. Das ist so was, wo ich gespannt bin. Wir haben bei uns in der Familie, die Frau meines Vaters hat auch noch einen Käfer Cabrio. So ab und zu fahre ich mal mit dem Auto. Der ist serienmäßig, komplett alles, 50 PS und solche Geschichten. Welches und, Baujahr? 76. 76. Okay. 76er, fährt doch gut mit 50 PS. 76er 03 Cabrio. Ja, aber das ist halt wie vorhin mit dem 3-Liter Lupo oder dem Twingo. Du bist halt das unterste Glied der Nahrungskette. Das Einzige ist, die anderen sind ein bisschen freundlicher zu dir, als wenn du in so einem im Twingo oder Lupo oder Polo rumfährst. Ja. Ne, beim Käfer sind sie halt ein bisschen freundlicher zu dir. Das ist vielleicht auch beim Fiat 500 bei dir, aber ansonsten, ja, und das ist halt so, ich weiß noch nicht, wie lustig man das dann findet, wenn man damit so normal fährt. Ich denke, dass ich das, wenn das Auto, wenn ich es dann darf, muss ich natürlich fragen, ob ich es darf, werde ich das Auto dann sicherlich hauptsächlich für Trackdays und sowas nutzen. Ne? Ich habe ja zufällig bei so einer Veranstaltung hier in Hamburg, neulich im Kino, jemanden kennengelernt, der irgendwas mit Oldtimer-Trackdays zu tun hat. Ah ja. Das bietet sich ja an, das dafür zu nutzen. Kaffee wahrscheinlich. Ja, sehr genau. Gut. Ja. Oldtimer-Trackdays ist aber eine coole Sache. Ja, total. Abgesehen davon, dass das halt immer so ein super durchmischtes Feld ist an unterschiedlichen Autos. Na gut, das war bei diesem Käfern halt interessanter, ne? Das waren halt alles nur Käfer. Gut, die gingen natürlich auch von 50 PS bis 300 PS. Also die sehen alle aus wie ein Käfer, aber die Motoren, die da drin stecken, haben ja eine Leistungsspreizung wahrscheinlich von 50 bis 300. Ja, genau. 50 bis 300 ist da ungefähr unterwegs gewesen. Oder nee, da war auch noch mehr. Da waren auch noch so Turbobüchsen dabei, die haben mehr. Ne, also ja, die Subaru. Das ist verboten, die dürfen da nicht rauf. Okay. Nur 4-Zylinder luftgekühlt darf da drauf. Ne, also Subaru-Umbauten. Aber es gibt viele, die bauen sich inzwischen Typ 4 2 Liter
und bauen dann ein Turbo drauf. Okay. Anstatt diesen Umbau auf 2,4, 2,7 Liter, der ist ja relativ kompliziert an den Typ 4 Motoren. Und der 2 Liter ist halt einfach standfester, ne? Wenn du das normale 2 Liter Setup nimmst, dann hast du halt überall mehr Wandstärke und sowas. Ja, ja, stimmt. Und mehr Fleisch am Kopf fahren. Und kriegst die Wärme besser weg. Und das ist auch was immer populärer wird, dass sich die Leute halt 2 Liter nehmen. Die Turboladertechnologie hat sich ja in den letzten 20, 30 Jahren auch komplett weiterentwickelt. Ja. Ne? Turbomäßig weiterentwickelt. Guck dir doch einfach an, wie früher ein 02 Turbo gefahren ist. Oder wenn du dir die Rennberichte von Mark Donohue im 917, 10 und 30 durchliest, wo er schon in der Kurve, wo er sagte, ich musste die Kurve genau kennen, damit ich weiß, wo ich in der Kurve Gas geben konnte, dass damit ich am Kurvenausgang die Leistung einsetzt. Ja. Ne? Ja, ja. Oder wie heißt der Deutsche, der das Ding auch gefahren ist? Der oft bei Carsten der auch mit dem Bundespräsidenten gefahren ist. Ach. Ne, mit dem der gelbe Porsche, Willighausen. Ja. Genau, Willighausen erzählt ja genau das Gleiche. Ja. Ne, die beiden erzählen ja genau das Gleiche darüber. Ja, das Schlimme ist, wenn der Punkt zu früh ist und du hast die. Ja, genau, dann drehst du dich halt. Du hast die Räder noch eingeschlagen, dann ist das auch vorbei. Das habe ich mal in Goodwood gesehen. Ich habe in Goodwood Derek Belmer auf dem Wagen gesehen. Ach. Und dem ist genau das passiert. Ja. Das war beim Festival. War das teuer oder hat er? Nein. Ist gar nichts passiert. Okay. Ist gar nicht. Waren halt, er meinte dann, er ist auf alten Reifen gewesen. Also sie haben keine rein neuen Reifen. Das war Festival of Speed. Natürlich lag das nicht an ihm. Nein, es lag an ihm. Er hat gesagt, ich habe zu früh zu viel Gas gegeben. Das hat er ganz klar zugegeben. Okay. Okay. Und dann hat er sich halt einfach von der Strecke gedreht und dann kamen 10 Meter Rasen und dann. Deswegen, er war nicht schnell, weil es alte Reifen waren. Ja, okay. Ne? Das wollte ich damit sagen. Oh, okay. Okay. Das ist, wenn du da die Goodwood Festival of Speed hochfährst, in der ersten Kurve vom Goodwood House, da kommt eine Rechtskurve, da ist er halt dann rausgetrudelt. Da war er nicht sonderlich schnell. Ja, hoffentlich darf ich das auch mal live irgendwann erleben. Ich war leider noch nie da. Ich war da schon häufiger. Zusammen mit dem Kollegen, der bei Hartke war. Bestimmt auch, ne? Der mit dem bei Hartke war. Jens, warst du das schon mal? Nein. Auch noch nicht? Nein. Ich reise ungern ins Ausland. Ja. Okay. Nicht mehr EU jetzt. Ja, das ist jetzt das Doofe, ne? Das nervt so ein bisschen. Ja. Das ist wirklich was nervt, dass es nicht mehr EU ist. Als das EU war, war das wirklich wunderbar. Das war echt schön. Ne? Ja, aber was ändert das jetzt? Also ich meine, dass du durch eine völlige Immigration musst, wenn du da rein willst. Ehrlich? Ja, na klar. Da ist nichts mehr mit Perso vorzeigen. Guten Tag, hier bin ich. Kann ich nicht mit dem Auto da einfach hier Channel Tunnel, tschüss, auf Wiedersehen? Ja, aber du fährst durch eine normale, so wie früher nach Spanien, fährst du hier, ne, so wie früher Familie in Spanien besuchen. Ja, aber da war es ja auch so, wenn du meistens hattest du Glück und bist durchgefahren. Nee, das kenne ich nicht. Als ich nach Spanien gefahren bin früher. Haben die dich immer kontrolliert? Die haben uns immer kontrolliert. Damals schon? Jedes Mal. Denk mal du. Nein, meine Großeltern hatten eine Ferienwohnung in Spanien. Wir sind jedes Jahr nach Spanien in den Sommerurlaub gefahren und sind dann immer. Von hier mit dem Auto immer 3 Tage, 1 Tag durch Deutschland, dann nachts schlafen, dann du musstest die Pässe zeigen, ne? Genau, dann musstest du die Pässe zeigen. Ja, mein Kinderausweis. Ja, genau. Genau, den Kinderausweis. Ja, den Kinderausweis. Den haben wir auch noch. Den Kinderausweis. Ja, weiß ich noch. Einmal waren wir alle ganz aufgeregt. Da haben wir nämlich in Belgien, da war so, waren wir bei meinen Verwandten. Nee, anders. Nee. Da hatten die Bekannten von meinem Onkel hatten einen Wurf Katzen. Oh. Und meine Mutter hatte sich in so einen Kater verliebt und wollte sie mitnehmen, so eine kleine. Ja. Durftest du ja eigentlich nicht so. Ja, also ohne Quarantäne. Uiuiui, genau. Die Krankheit. Tollwut. Katze hinten im Fußraum und dann so halt die Schnauze Katze, ja. Und dann fährst du da so über die Grenze. Und du hast zu doll zugetreten, als sie miaut hat, oder was? Ja, wir brauchten dann noch eine. Wir sind dann nochmal zurück. aber wir sind auch der Meinung, dass du unbedingt Spaß haben musst und deshalb hast du ja Quartettspielkarten mitgebracht, richtig? Ja, genau. Ich hab 2 Quartettspiele mitgebracht. Mhm. Das eine, ich denke, das ist sinnlos, dass wir das spielen, weil also ich hatte eigentlich 3 zur Auswahl. Das eine hieß Rennwagen von 1910 bis 1950. Das habe ich gleich zu Hause gelassen. Das habe ich gleich zu Hause gelassen. Dann habe ich hier eins mitgebracht. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um circa 3 Tage. Ja. So, dann habe ich hier eins mitgebracht, das heißt heiße Prototypen mit Supertrumpf. So wie Jens und ich. Ja, genau. Also es ist auch über euch, ne? Das ist hier ist die Karte von Frank. Also, nein, das habe ich einfach nur mitgebracht, weil da ein Auto drin ist, an dem ich maßgeblich beteiligt war. Der VW GX3. Ne, deswegen habe ich VW GX3. Ja, das ist ein Dreirad. Das ist ein Dreirad. Kennst du den nicht? Nee. Das ist ein Dreirad. Das ist ein Dreirad.
Und ich mach hier dicke Hose. Ich habe schön den Autotelefon-Podcast gehört und da war das drin. Also ja, genau. Deshalb, jetzt guckt mich gerade so an. So. Ja. Hä, wobei, was ich, was, ja, was ich nicht kenne. Ja, was ich jetzt natürlich sagen muss, das Buch, auf das du deinen Arm gerade legst, das Buch Volkswagen-Raritäten, ist da sehr enttäuschend, weil der GX3 da nicht drin ist. Ja, das ist tatsächlich sehr verwundernswert. Wir haben vorhin reingeguckt. Ich habe nämlich extra so, ich habe gedacht, falls uns die Themen ausgehen, was ich mir nicht hätte vorstellen können, ja, Oliver, ja, ist eben dieses Volkswagen-Raritätenbuch von Christoph Fiebig. Das ist großartig. Da sind wirklich tolle Autos. Nein, drin. Ist nicht großartig. Da fehlt weil der GX3 drin. Weil der drin fehlt. Ja, okay, weil der das fehlt. Das ist nicht großartig, das Buch. Ja, wobei wir haben auch nicht nochmal intensiv geguckt. Ne? Und ich habe auch den, ich habe zwar den Beetle E-Baxter, aber ich habe den Beetle Rexter nicht gesehen. Ich habe den, sag schon, wie hieß denn der Bulli, als er in Detroit vorgestellt wurde, 2001? Den habe ich auch nicht drin gesehen. Ach, jetzt weiß ich, wie GX3, klar. Jetzt ja, hast du gegoogelt. Nee, natürlich. So, pass auf, jetzt habe ich hier so ein schönes Kartenspiel mitgebracht. Ja. Das ist das Volkswagen-Quartett von, ich schätze mal, 1975. Es ist ein Quartett, also ich habe aus meiner Kindheit, ich kann mich erinnern, ich habe früher mit meinem Cousin, wir haben wie blöde Quartett gespielt. Wir hatten drei Quartetts. Eins war schwedische Polizeifahrzeuge. Oh, dann, schade, dass nach der nach schwedische hättest du eine längere Pause machen können. Ja. Ja. Nee, es war schwedische Polizei. Nein, wir waren so klein, da haben uns noch schwedische Polizeifahrzeuge interessiert. Dann hatte ich eins, das war Mercedes gegen BMW, das habe ich geliebt. Schwedische Polizeifahrzeuge hatte genau eine Karte und das war ein Volvo? Nein, da waren Boote drinne, waren okay. Volvo, da war auch ein Käfer drinne der schwedischen Polizei und all sowas. Also das war ein ganzes Quartett voll mit Polizeifahrzeugen. Das ist das, was immer in der Auslage komplett voll war, wo keiner eins gekauft hat. Schwedische Polizeifahrzeuge. Ja. Welcher Deutsche geht in einen Spielwarenladen und kauft sich ein Quartett, das schwedische Polizeifahrzeuge hat? Ja. Herr Schmidt? Irgendein Verwandter von mir hat es mir wohl mal gekauft. Ja, Schmidt-Spiele, ne? Ja, genau, Schmidt-Spiele. Ja, wobei, das ist ja, Schmidt-Spiele heißt ja Spiel mit. Also mein Vater hat ein Spielzeuggeschäft. Mein Vater hat seit über 20 Jahren ein Spielzeuggeschäft. Okay. Also damals, als ich Kind war, hat das leider noch nicht gehabt. Aber seit über 20 Jahren hat mein Vater ein Spielzeuggeschäft. Ach, cool. Das heißt aber nicht Spiel Schmidt, das heißt Spiel mit. Ah, sehr gut. Ja. So, da gibt es auch keine ordentliche Quartett. Wo ist das? In Stadthagen. Und hat er auch Automodelle? Ganz wenig nur. Also es ist wirklich ein Spiel. Bald hat er keine mehr. Okay, ja. Nein, also er hat nicht irgendwelche besonderen Automodelle. Ne? Er hat keine Sammler-Automodelle. Okay. Und er hat zum Beispiel er nimmt jetzt gerade Carrera-Bahn aus dem Sortiment, weil die Hersteller machen es dir kaputt. Du kannst Carrera halt online, im Carrera-Online-Shop günstiger kaufen, als der Händler-Einkaufspreis ist. Ja, und das machen die halt die Händler. Playmobil, der gleiche Mist. Und sie machen es dir halt kaputt. Nein, das ist so das traditionelle Kinderspielzeug, ne, was er verkauft. Und wo er halt drauf spezialisiert ist, ist Puzzle und Gesellschaftsspiele. Er hat eine riesen Wand voll mit Puzzlen und Gesellschaftsspielen. Ja. Du puzzelst doch gerne, oder? Ja. Ich sehe dich richtig wie so ein Puzzlewelt. Ja, das sehe ich auch. Ja, so ein Puzzle, das sehe ich auch. Ich sehe ihn als so 5000 Teile, Schlösser, alle weiß. Ja, Schlösser der Loire. Also, okay. Mit Labyrinthgarten. Ja. Ja, ja. Ja. Boah, heute Kultur. Okay, ja. So, also jetzt, wir haben für 1975 Volkswagen. Mhm. Ja. Ne, also das Neueste, die neuesten drei Autos sind vorne drauf. Golf. Scirocco, Polo, Golf, Passat. Und alles dahinter ist, bis auf den VW K70, glaube ich, luftgekühlt. Der Blitztrumpf ist der VW 412 LE. Mhm. So, das war ungefähr so. Und die Klassifizierung ist halt so in wirklich neue Autos, dann so größere Limousinen, dann Passat, so Käferbasis, so, ja. Käfer mit Sonderkarossen, dann Varianz gibt es. Ja, Romage. Sowas Altes ist nicht drin. Das ist wirklich, was so 75 kaufbar war von Volkswagen. Aber dann könnten wir es ja folgendermaßen, also wie wollen wir es spielen? Also ich hätte eine Idee, aber hast du eine bessere? Das weiß ich nicht, da ich deine nicht kenne. Okay. Hast du eine bessere? Ja. Meine Idee wäre, du ziehst Karten da raus, also irgendeine, und wir müssen es raten. Ja, dann los. Weil wir sind ja, weil du hast ja Ahnung davon, wir nicht. Ich auch nicht. Und du musst uns aber auch einen Tipp geben. Aber irgendeinen, so einen nerdigen Tipp. So, das ist aber auch so ein für dein Leben, ne? Weil es VW ist, musst du da Ahnung von haben. Ja, genau, das ist so. Ja, es ist so. Ja, es ist so wie bei Mercedes und mir, ne? Ja, gut, das hat es ja ausgeschlossen von vornherein. Ich habe übrigens schön gelesen in der Ultima Marke, wäre es auch AMG Sales Representative gewesen.
Ja, das habe ich so nicht gesagt, das steht aber also. Das hieß damals AMG Sales Experte, aber ja, tatsächlich war ich das. Das steht da. Und tatsächlich ist das auch eine Zusatzausbildung gewesen, auf die ich damals natürlich, selbstverständlich, auf die ich damals tatsächlich auch sehr stolz war, weil... Können wir das rausschneiden? Muss man der Türke sprechen? Weil wir... hoffentlich finde ich die Stelle. eigentlich, der war nicht schlecht, aber ich vermute, ich muss ihn rausschneiden. Na komm. Vielleicht nicht. Weiß nicht, auf jeden Fall war ist das der Vorlehrgang zum Döner Ferrari? Ja. Oh, Leute. Super, das ist der richtig, der war richtig gut. Also es hat mir auf jeden Fall ermöglicht und ich fand es sehr besonders, ja. Damals mit, jetzt muss ich überlegen, mit Flügeltürern oder war es AMG GT? War es schon AMG GT oder war es Flügeltürer? Auf jeden Fall in Salzburg auf dem Salzburgring zu fahren. Und danach einen der schlimmsten Flüge, den ich jetzt mitgemacht habe, mitgemacht. Aber also es war eine harte Ausbildung, willst du uns damit sagen. Ja. Du musstest wirklich leiden dafür. Ich musste wirklich sehr leiden dafür. Ja, das war sehr, sehr schön. Also, ich verstehe es. Man muss, ja, ist halt klar, also naja, egal. Wenn ich jetzt erzähle, in Mercedes ist Emotion und AMG ist noch viel mehr Emotion, dann lacht mindestens, ja, guck mal, Jens kriegt schon die Backen nicht zu. Zwei lachen. Okay, zwei Lachen. Und Moritz haben wir noch nicht mitgezählt. Also von daher. Die Hörer siehst du ja alle gar nicht. Hast du was Schönes gezogen? Ich habe was richtig Geiles gezogen. So, also, ich sag einfach mal, also wir sind 1975, es ist größer und vielseitiger als gedacht und auch langsamer als gedacht. Gut, langsamer als gedacht könnte ein SP2 sein. Größer und vielseitiger? Ja, aber ist größer und vielseitiger ist er auf keinen Fall. Ist kein SP2. SP2 gab es auch 75 nicht mehr, meine ich. Also das sind nur deutsche Autos. Kann auch sein, dass es ihnen, also das müsste so das letzte Jahr in Brasilien. Okay, ist kein VW Brasilia. Nein, es sind nur deutsche Fahrzeuge. Okay. Größer und langsamer als gedacht. Ist größer und langsamer, also ist vielseitiger als gedacht, aber auch ziemlich langsam. Und ist das, also ich gebe euch mal einen Tipp, die Beschleunigung 0 auf 100 sind 30 Sekunden. Ist es ein circa, VW? Ist es ein VW? Es ist ein VW. Ein deutsches Fahrzeug. Es ist ein deutsches Fahrzeug. Luftgekühlt. Ja. Nein. Dann hat das... Hat es Straßenzulassung? Ja. Ist es ein Personenkraftwagen? Nein. Ist es ein Nutzfahrzeug? Richtig. Also das ist irgendwie so ein Schienending hier. So ein Nein. Eine Dresine. Nein, es hat ja Straßenzulassung. Hat eine Straßenzulassung. Vierzylinder? Ja. 1,6 Liter Hubraum? Nein. Der Motor hat sich später noch woanders wiedergefunden und hat zu viel Kontroversen geführt. Größer wie gedacht. 1975. Ja. Roh 80? Nein. Aber was hat der jetzt mit Volkswagen? Ja. Ja, genau, nein. Nee, K70 kann es ja auch nicht sein. Gibt es 1967 Roh 80? Ja. Gekocht 160 vielleicht. Ja. Aber nein, GA 240. Also nochmal ganz kurz. Wie bitte? GA 240. Ja, genau, ein GA 240. Also nochmal, es ist ein Nutzfahrzeug. Es ist ein Nutzfahrzeug. Okay, das ist ein VW LT? Richtig. Ja! Siehst du, man muss nachdenken und nicht so viel quatschen. Ja, ein LT, geil. Ja. Und der Motor? Oh, der LT-Motor, warte. Der war hinter im Porsche 924. Richtig. Richtig, stimmt. Stimmt, ja. Oh Gott, oh Gott. So, habt ihr auch eins für mich? Auf Deutsch gesagt. Ja, ob wir ein Quartett für dich haben? Ja, ich muss jetzt auch eins raten, ne? Das ist nimm irgendwas, was ich... Italienische Autos, das ja, war mir genau, klar. Ja, genau, damit würde ich dich jetzt am liebsten spielen. Mit italienischen Autos, das wäre nochmal richtig gut. Alfa Romeo Typgeschichte. Ja, genau. Wobei, du wirst lachen, ich war schon mal im Alfa Romeo Storico Museum. In ja gut, das heißt Arese. Ja, dass du darüber Bescheid weißt. War schlechtes Wetter, ne? Nee, gar nicht. Ich war da, ich wollte mir das angucken. Nein, pass auf, wenn sowas... Es gibt kaum ein Automuseum in der Welt, was ich noch nicht gesehen habe. Also das ist, wenn ein Automuseum in der Nähe ist, gehe ich da auch rein. Doch, es gibt ein neues in Amerika. Ja. die bieten aber einen virtuellen Rundgang an. Ja. Ich glaube, ich muss jetzt weg. Südamerika sein. Guck mal, ich finde das gut. Du hast ja, ich habe hier dieses schöne, das ist auch ein Traum, Porsche kontra italienische Asse. Oh, sehr schön. Das schränkt das Ganze ja auch auf alle Italiener und Porsche ein. Ne? Ja. Ja. Um das nochmal auf Deutsch zu sagen. So, Jens. Was gab es denn alles für italienische Autos? Da gibt's. Jens, du ziehst. Was gibt's wir sehen die dann bitte beide, ja?
Zeigst du mal dem Hund, dass ich sehe, was der für eine Reaktion zeigt. Okay, gut. Was ist es denn, Moritz? Gib mal einen Tipp. Ich hau jetzt mal einen raus. Ganz kurz, bevor du was sagst. Ich finde das so witzig, hier zu sitzen. Wenn ihr das spielt, sitze ich immer da. Und wenn dann der Tipp kommt, denke ich, das Auto ist doch völlig klar. Und dann sitzt ihr hier und ratet und so. Oft habe ich das Auto, aber oft liege ich auch völlig daneben. Es ist jetzt so witzig, hier selber zu sitzen. Mein Tipp ist, es ist die letzte Heckflosse, die gebaut wurde. Nee, mein Tipp ist, dass die die offene Möglichkeit, quer zu fahren. Wir machen jetzt die erste Frage. Ist es ein Italiener? Nein. Ach scheiße, das ist natürlich, man merkt. Damit ist es ein Porsche. Richtig. So, und ist die letzte Möglichkeit, quer zu fahren? Nee, es ist eine letzte Möglichkeit. Und die letzte Heckflosse. Genau. 8-17 Zweiter? 7-18 Zweiter? Also ist verdammt gut, aber ist falsch. Aber du bist nah dran. Du bist 55? Ganz nah dran. Nee, du bist nah dran. Wir haben uns ja vorhin über was unterhalten. Deshalb habe ich gesagt, die offene Version quer zu fahren. Die geschlossene. Wir haben nur über Derrick Bell gesprochen. Nochmal als kleinen Tipp. Ach, das ist ein Rennwagen, ist kein Straßenzugelassener. Ja. Dann ist es ja gut, das ist ein 9-17-30. Ja, 9-17 Spider. Alter Schwede, was ist das denn für ein Auto, ey? Welcher ist denn das? Ein 917 Spider. Das ist dieses Interimsauto, ja. Ja. Interimsauto? Lies mal die PS-Zahl vor. Naja, 580. Das ist der Sauger. Das ist noch nicht der Turbo. Die sind in der Can-Am-Serie. Es gibt einen 69er Spider. Das ist so ein weiß-blaues Auto. Ist relativ bekannt in der Oldtimer-Szene. Und dann haben sie danach ein paar Spider gebaut. Josephat hat mal einen gebaut. Und die sind teilweise mit den Saugermotoren gefahren und haben keine Schnitte gesehen gegen die McLaren mit den riesen V8 in den USA. Und danach haben sie dann ja 72, ne? 72 ist, glaube ich, das erste Jahr. 71 steht hier. Ja, 72 ist das erste Jahr, wo der Turbomotor gefahren ist. Genau, dann waren sie so erfolgreich, dass die Amis dann verboten haben. Dass die Serie eingestellt wurde, ja, genau. Dass Porsche so erfolgreich war, dass die Amis gesagt haben, so jetzt ist Schluss. Ist so eine Holzhammer-Methode, ne? Ja. Aber jetzt nochmal, also was war das damals für verrückte Autos? Also dieses Auto hier hat ja keine, sieht das nur so aus, hat er keine Scheibe, wirklich keine Scheibe? Der hat keine Scheibe, nein. Vielleicht hier so eine ganz kleine im Cockpit, wenn sie Vorschrift hat. Aber er hat zwei Sitze, Das ist Vorschrift in der Can-Am. Da ist irgendwo ein Sitz, wo eigentlich keiner drauf sitzen kann, aber er hat zwei Sitze. Wenn ich das hier gerade sehe, er hat zwei Sitze. Deswegen konnte doch Willi Kausen den Heinemann überhaupt rumfahren. Auf dem Nürburgring, diese berühmte Geschichte, ne? Ja. Wo er durch den Schnee den Heinemann fährt, ja, weil das Auto eigentlich für zwei gebaut war. Unglaublich. 580 PS, Spitze 312 Zylinder, 775 Kilo. Ja, mit 580 PS. Willkommen zu Ferdinand Pirch. Schaltknauf aus Balsaholz, damit er leichter ist. Unglaublich. Hat Fugenferdi da schon seine Hände im Spiel gehabt? Ja, aber da war noch nicht Fugenferdi, da war er Kilogrammferdi oder Grammferdi. Ja. Ferdigramm. Ja, Ferdigramm, genau. Ein Ferdigramm. Okay, ja. Unglaublich. Also das ist Also nochmal, das ist für mich unglaublich, dass 1971. Ja, aber pass auf, jetzt das gleiche Auto, ein Jahr später, 1300 PS. Genau. Und 50 Kilo mehr, weil es einen Turbolader hat. Ja. Das ist dann Willi Kausen Mark Donoghue. Ist das. Ja, es gibt da so einen Podcast, der nennt sich Alte Schule. Da gibt es eine dreieinhalb Stunden. Eingestellt worden. Ja, dreieinhalb Stunden Folge mit Willi Kausen. Die würde ich mal empfehlen. Oder wenn du was Gutes lesen willst, kaufst du dir das Buch The Unfair Advantage von. Sorry, sag's nochmal. Jens hat gehustet. Unfair Advantage von Mark Donoghue. Mark Donoghue ist 1974 in Ruhestand gegangen
und hat sich so überlegt, Rennfahren ist ja mal blöde, weil 72 hat er nicht gewonnen, die Can-Am-Serie, weil er verunglückt ist und ganz schwer verletzt war. Da hat George Vollmer gewonnen. 73 hat er dann gewonnen, jedes Rennen, glaube ich, gewonnen. 74 ist er in Ruhestand gegangen und war nur so technischer Direktor bei Penske Rennbetrieb. 75 ist er dann wieder gefahren und ist ja leider in Spielberg tödlich verunglückt im Formel-1-Rennen. Aber Penske kenne ich. Guck mal, Spielberg, wie schließt sich der Kreis? Ne? Habe ich ja gerade von gesprochen, Spielbergring. Ja. Zack. Salzburg-Ring hast du gesprochen. Das ist das Gleiche. Das Gleiche. Das ist der Spielberg. Ja. Red Bull, habe ich heute was gelernt. Ehrlich? Ja. Ist die Red Bull-Strecke. Und ich werde eine Sache nie vergessen, damit wir das hier nochmal mit was nicht so schön schließen. Nein. Ich bin damals, also musst dir vorstellen, da stehen überall, das war ja was für mich, ne? Da stehen überall die Kühlschränke von Red Bull und du kannst ja auch überall rausnehmen und trinken. Ich hatte also an dem Tag, was habe ich gemacht? Ich habe nichts anderes getrunken als das Zeug. Da ging mein Herz sowieso schon ziemlich schlecht. Und dann bin ich abends in den Flieger gestiegen und ich bin ja sowieso nicht so gerne, ich fliege ja eh nicht so gerne, ne? Und dann war das so ein Flug, wo er vor dem Start schon sagte, dass der Flug hierher schon doof war und dass das ziemlich shaky werden wird. Und dann sitze ich in dem Flieger und habe schon Angst und dann war das ab Start ein richtig beschissener Flug und ich dachte wirklich, es geht mit mir vorbei. Was ist das für ein Mimi-Bericht? Und die Hälfte von meinem Mimimi lag eigentlich daran, dass ich viel zu viel von diesem bösen Zeug da getrunken habe auf dem Spielberg. Du permanent so ein Scheiß. Soll ich jetzt dir sagen, dass es noch viel schlimmer geht? Ja. Lass dich mal in Amerika als Bundesgefangener von einer Haftanstalt in die andere verlegen, wenn du gefesselt an Händen und Füßen mit Ketten im Flugzeug sitzt. So, dann weißt du, was schlechtes Fliegen ist. Ja, klar. Ja. Und mit dem Gedanken schließen wir jetzt. Ja. Wir spielen das heute Abend mal zu Hause nach. Ja. Ihr habt doch zu Hause Handschellen, oder? Bitte? Ja, du, wenn ich die einmal anlege, ne, dann macht meine Frau die auch die nächste Woche, haben wir ja Urlaub, macht die sie nicht wieder auf. Das will ich jetzt gar nicht wissen. Oh Gott, ja, ich weiß auch nicht, was ich damit gerade gesagt habe, aber in dem Sinne. Also pass auf, ich fand das super, dass du hier warst. Danke. Und irgendwie ist es, ich weiß, wir könnten noch so 10, 20 Podcasts füllen, ne? Einfach nur über Autos reden, ne? Ja, klar. Naja, und du hast halt echt viel erlebt bis hierher schon. Und vielen Dank, dass du davon einiges preisgegeben hast. Ich kann, wie gesagt, nur empfehlen, auch alles andere von dir mit dir zu hören, weil ich das immer extrem unterhaltsam finde. Und ich finde es einfach. Du, warum blinken ist der Rot? Hat es nicht aufgenommen? Tschüss. Ja, tschüss ihr Lieben und ganz lieben Dank an dich. Vielen Dank. Oliver Schmidt. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.